Nach dem mysteriösen Verschwinden seiner Schwester in einer Dimension, die von monströsen Kreaturen heimgesucht wird, ist Yuki dort gefangen. Inmitten einer Gesellschaft von Frauen, die gegen die Monster kämpfen, wird er von Kyoka gerettet, einer unterschätzten Anführerin des Anti-Dämonen-Korps. Um zu überleben, muss Yuki ihr Sklave werden, um ihre ungewöhnliche Superkraft freizuschalten. Willkommen bei Anime-Archiv, deiner Nummer 1 für deutsche Anime-Zusammenfassungen. Den Namen des Anime sowie eine Kapitelübersicht der einzelnen Episoden findest du unten in der Videobeschreibung. Die Geschichte beginnt damit, dass sich unser absoluter Verlierer von einem Protagonisten namens Yuki darüber beschwert, dass er jeden Morgen in der Schule aufräumen muss. Seine sogenannten Freunde, die wie Figuren aussehen, die wir wahrscheinlich nie wieder sehen werden, lachen sich kaputt. Das liegt daran, dass sie es locker nehmen können, denn Yuki ist praktisch Mr. Clean und hat unvergleichliche Putzfähigkeiten. Gerade kommen alle Mädchen wie immer zu spät zur Schule, aber die Jungs können nichts dagegen tun, denn sie haben keine Kräfte wie die Mädchen. Yuki weist darauf hin, wie sinnlos sein Leben ist, da alle Jungen von der Sekunde ihrer Geburt an auf dem harten Modus spielen. Unser Junge Yuki findet jedoch Wege, sich nützlich zu machen, als einer seiner Kumpels ihn bittet, einen Knopf an seinem Hemd zu reparieren, wie es Jungs zu tun pflegen. Yuki holt sein supermännliches Nähzeug heraus und repariert ihn blitzschnell wie eine menschliche Nähmaschine, was seine Freunde verblüfft. Der kleine Nerd stellt jedoch fest, dass seine Nähkünste ihm nicht helfen, eine Frau zu bekommen. Yukis ältere Schwester hat ihm das Nähen beigebracht, denn Jungs sind ziemlich wertlos, da sie nicht in den Genuss der Pfirsiche kommen. Sie hat es ihm gut beigebracht, aber sie war auch ziemlich ausfallend, denn sie wirkte ihn direkt in die Bewusstlosigkeit, wenn er es nicht richtig machte. Yukis Nebencharakterfreund wundert sich über seine Schwester, aber der andere kleine Nerd erklärt ihm, dass das ein heikles Thema ist. Es ist fast an der Zeit, dass Yuki sich nach einem Beruf umsieht, aber er beginnt sich zu fragen, ob das wirklich alles ist, was es im Leben gibt. Mit einem Job in einer Sackgasse und der ganzen Näherei wird er für immer ein rätselloser Trottel bleiben. Yuki reißt sich von diesem depressiven Zustand los und ist sich sicher, dass es da draußen noch etwas anderes gibt. Einen Ort, an dem er etwas bewirken kann, ohne auch nur ein einziges Teil nähen zu müssen. In diesem Moment wird die Gegend sehr neblig und ein starker Windstoß stößt ihn zurück. Als sich der Nebel lichtet, merkt Yuki, dass es sein schlimmster Albtraum ist. Er ist an einem Ort namens Mato erschienen. Er beginnt auszuflippen und sucht nach seinem Handy, um die Mato-Bedienungsanleitung herauszuholen. Mato ist eine alternative Dimension, die über Portale oder auch Gates genannt zugänglich ist. Diese Gates sind plötzlich überall in Japan aufgetaucht. Schäden und Verletzungen, die dadurch entstehen, dass Monster, die Shuki genannt werden, in ihre Welt eindringen oder Zivilisten versehentlich in Mato wandern, werden als Mato-Missgeschicke bezeichnet. Diese kleine Geschichtsstunde ist gut und schön, aber wirklich wichtig ist, was er jetzt tun muss. Wenn eine Zivilperson in Mato landet, soll sie dort bleiben, wo sie ist und auf die Dämonenabwehr warten, um sie zu retten. Der verängstigte Yuki will genau das tun, aber da taucht einer dieser schrecklichen Shuki auf und greift ihn an. Yuki rennt um sein Leben vor den Monstern, die aussehen, als wären sie direkt aus Bleach entsprungen. Aber er landet in einer Sackgasse, in der noch mehr Shuki auftauchen. Yuki stellt fest, dass er sich nicht herausnähen kann, also hat er die geniale Idee, einen Stein auf die Kreatur zu werfen. Das bringt schockierenderweise überhaupt nichts und macht ihn nur noch wütend. Yuki stellt sich dann vor, wie sein Körper aussehen würde, wenn er von diesem Ding aufgeschlitzt worden wäre. Er wird nicht in der Lage sein, sich wieder zusammenzunähen, aber er erklärt, dass er nicht will, dass sein Leben auf diese Weise endet. Der Dämon hört gar nicht auf seine Bedenken, denn er ist kurz davor, ihn zu vernichten. Aber in diesem Moment wird er von einem Mädchen gerettet, das auf einem Shuki reitet. Das Mädchen nennt ihn Pechvogel, weil er so schnell angegriffen wurde und beginnt einen Kampf mit den anderen Bestien. Sie schlitzt einen Haufen der Low-Anime-Budget-Dämonen mit ihrem Schwert in zwei Hälften, aber sie sieht, dass dem Shuki, auf dem sie ritt, gerade die Arme abgerissen wurden. Sie wusste, dass das blöde Ding zu schwach sein würde, also kümmert sie sich weiter um ihre Angelegenheiten. Ihr Name ist Kyoka und sie ist die Kommandantin der 7. Einheit der Dämonenabwehr. Sie sagt Yuki, er solle zurückbleiben, aber er macht sich super nützlich, indem er darauf hinweist, dass die Dinge immer schlimmer werden. Kyoka übernimmt die Kontrolle über einen der Shuki, indem sie ihm eine Kette um den Hals legt und die beiden machen sich aus dem Staub. Kurz darauf werden sie gejagt, aber Himari, Nei und Shushu kommen, um ihre Kommandantin zu unterstützen. Sie berichten, dass es keine weiteren Überlebenden gibt, also überprüft Nei erneut ihre Umgebung. Sie stellt fest, dass sich eine Horde von Monstern mit geringem Aufwand schnell nähert, also sagt Kyoka ihnen, sie sollen sich darum kümmern, während sie den Jungen in Sicherheit bringt. Die Mädchen kümmern sich sofort um die Sache, während Himari ihre beste Nachahmung von Mega Man zeigt und ihre Hand in eine Art Gatling Gun verwandelt, um den Dämonen ein paar Löcher zu verpassen. Shushu lässt sich jedoch nicht unterkriegen und zeigt ihre Fähigkeit, zu einer Riesin zu werden, als wäre sie eine der Avengers.
Yuki wird schnell klar, dass von allen Mädchen, die die Kraft von Pfirsichen bekommen können, diese Mädchen das Beste sind, was es gibt. Er hat bisher nur Gerüchte über die Dämonenabwehrtruppe gehört, aber sie jetzt in Aktion zu sehen, erstaunt ihn. Die Mädchen machen die Monster fertig und wir sehen, dass sie einen bewusstlosen Jungen gefunden haben. Sie gehen davon aus, dass ihre Kommandantin es bereits zurück ins Wohnheim geschafft hat, also beschließen sie nachzusehen, ob die letzte Stelle geräumt wurde, bevor sie nach Hause gehen. Der kleine Junge wacht auf, aber anstatt dankbar zu sein, dass sie ihn gerettet haben, sieht er sich nur nach seiner Schwester um. An anderer Stelle sehen wir, dass die Kommandantin noch nicht zurück ist und damit beschäftigt ist, Yuki an die wichtigste Regel zu erinnern. Wenn ein Zivilist in ein Mato-Missgeschick gerät, soll er den Mund halten. Gerade dann müssen sie anhalten, denn sie treffen auf ein Mädchen, das Yuki kurz vor dem Gate gesehen hat. Dieses Mädchen ist gerade dabei, eine wichtige Lektion über die Schwerkraft zu lernen, aber zum Glück wird sie von Kiyoka gerettet. Kiyokas Shuki-Sklave ist viel zu langsam, sodass sie ihn aufgeben müssen und sie beginnt, alle Dämonen zu bekämpfen, die sie verfolgen. Yuki beschützt das Mädchen tapfer, aber auch er muss gerettet werden. Kiyoka errichtet schnell eine Barriere und sagt ihnen, dass sie sich nicht nass machen sollen, aber die Dämonen beginnen durchzubrechen. Auch für Kiyoka sieht es schlecht aus und sie beginnt darüber nachzudenken, wie es dazu kam, dass sie mit einer lausigen Fähigkeit ausgestattet wurde. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass einige Mädchen über sie getratscht haben. Sie ist bekannt dafür, dass sie stark ist, aber ihre Fähigkeit ist mies und sie sind sich sicher, dass sie niemals Oberbefehlshaberin sein wird. Kiyoka ist entschlossen, diesen dummen Mädchen das Gegenteil zu beweisen und schwört, eines Tages über alle Kommandanten zu herrschen. Die Zeit wird knapp und sie denkt darüber nach, etwas Verrücktes zu tun. Sie hat ihre Fähigkeiten noch nie an einem Mann getestet, also muss sie eine schwere Entscheidung treffen. Sie sagt Yuki, dass sie etwas von ihm braucht, damit sie entkommen können. Und natürlich ist der kleine Schwachkopf bereit, alles zu tun, um zu überleben. Er bekommt jedoch nicht das, was er erwartet hat, denn Kiyoka teilt ihm mit, dass er ihr Sklave sein wird. Die Prozedur scheint jedoch etwas gewagt zu sein, denn Kiyoka sagt dem kleinen Mädchen, es solle aus dem Weg gehen und die Augen schließen. Kiyoka erklärt, dass sie eine Chance hätten, es lebendig zu verlassen, wenn Yuki mehr Kraft hätte. Yuki kann nicht glauben, dass sie will, dass er gegen die Dämonen kämpft, aber Kiyoka nimmt ihn in den Arm und erinnert ihn daran, dass er gesagt hat, er würde alles tun, was nötig ist. Dann erklärt sie ihm, dass es an der Zeit ist, dass er sich vor ihr verbeugt. Diese Worte treffen Yuki wie ein Schlag und obwohl er noch nie ein Mädchen angefasst hat, reagiert er instinktiv. Kiyoka hält ihm ihren Finger hin und aus irgendeinem seltsamen Grund sagt ihm sein Instinkt, dass er ihn lecken soll. In der Sekunde, in der seine ekelhafte Zunge ihren wahrscheinlich schmutzigen Finger berührt, wird er von Energieketten umgeben. Ungeheure Kraft strömt aus seinem Körper und Yuki verwandelt sich in einen verrückt aussehenden Dämon. Er sieht jetzt viel mächtiger aus und Kiyoka ist erstaunt zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert hat. Die anderen Mädchen kommen an und sind schockiert, als sie sehen, dass ihre Anführerin ihnen ihren Sklaven verwandelt hat. Yuki ist wahnsinnig stark, denn er schneidet sich durch einen Dämon und die Dinge sind viel besser gelaufen, als Kiyoka sich hätte vorstellen können. Kiyoka besteigt ihn und befiehlt ihm, ihr zu zeigen, was er drauf hat. Yuki fängt an, alle Dämonen in Stücke zu reißen, fliegt durch die Luft und zerschneidet sie, als würden sie gar nicht existieren. Kiyoka gibt ihm noch ein paar Befehle und sie ist erstaunt, wie schnell er ist. Sie bringt die kleinen Geschwister wieder zusammen, aber alle sind erschrocken, als die Dämonen anfangen, sich selbst wieder zusammenzutun. Der riesige Dämonenklumpen wird zu einem riesigen Dämon, also schickt Kiyoka die anderen nach Hause, damit sie sich um die Sache mit Yuki kümmern kann. Sie befiehlt ihm, den Riesen zu zerquetschen und Yuki sprengt den kleinen Felsen, den er bei sich trug, einfach durch. Er weicht allen Angriffen aus und schneidet dem Dämon ein Stück von der Spitze seines Körpers ab. Das Ding fliegt in die Luft und alle Mädchen, die anscheinend noch nicht gegangen sind, fragen sich, wer dieser Typ ist. Kiyoka beendet ihre Fähigkeit und verwandelt Yuki wieder in sein durchschnittliches, unscheinbares Ich zurück. Sie lehnt das Angebot der anderen Mädchen ab, wie ein Idiot nach Hause zu gehen, weil sie ein sehr wichtiges und geheimes Gespräch mit ihrem neuen Spielzeug führen muss. Sie verrät, dass er sie überrascht hat, denn sie hätte nie gedacht, dass ein Durchschnittsmensch wie er sich in so ein Biest verwandeln kann. Sie will ihn zu einem dauerhaften Sklaven machen, aber allein diese Aussage macht ihren Jungen sprachlos. Bevor sie das tut, gibt es jedoch einen wichtigen Vorbehalt zu ihrer Fähigkeit. Sie hat nicht gescherzt, als sie Yuki einen Kuss direkt auf sein Gesicht drückt. Sie nennt ihn ziemlich unfair einen Perversen und erklärt, dass dies der Preis für ihre Fähigkeit ist. Da sie die Meisterin ist, muss sie ihren Sklaven ausnahmslos mit einer Belohnung entschädigen. Und als ob das nicht schon verrückt genug wäre, muss die Belohnung auch noch der Arbeit entsprechen, die ihr Sklave jedes Mal verrichtet, wenn er eine Aufgabe erledigt. Yukis Herz klopft ihm bis zum Hals und er kann nicht glauben, dass seine Belohnung ein Kuss war. Kiyoka erklärt ihm, dass er da draußen wirklich hart gearbeitet hat und bietet ihm schockiert an, ihm noch einen Kuss zu geben. Yuki flippt völlig aus, denn sie hat ihm schon genug zum Träumen gegeben und lehnt das Angebot ab.
Er tut das wahrscheinlich Ungeschickteste, was man in diesem Moment tun kann, und schlägt ihr versehentlich ins Gesicht. Kyoka hat Mitleid mit ihm und erklärt, dass auch sie nicht mit dieser Situation gerechnet hat. Als die Shuki ihre Sklaven waren, wollten sie nur Schweinescheiben als Belohnung. Yuki hingegen ist ein ekelhafter Perversling und sie verrät, dass sich ihr Körper in diesen Momenten automatisch bewegt, egal wie sie sich dabei fühlt. Das ist der Preis, den sie für ihre Fähigkeit zahlen muss, also drückt sie ihm noch einen Kuss auf. Danach macht Yuki das dümmste Gesicht, denn er ist immer noch fassungslos, weil er gerade seinen ersten Kuss bekommen hat. Kyoka wird sehr ernst und erklärt, dass es Dutzende von Opfern geben würde, wenn auch nur einer der Shuki in der realen Welt auftauchen würde. Ihr Ziel ist es, Oberbefehlshaberin zu werden und die abscheulichen Kreaturen für immer auszurotten. Der derzeitige Oberbefehlshaber ist jedoch ein Verlierer und viel zu nachgiebig. Sie ist sich sicher, dass sie mit Yukis Hilfe ihr Ziel erreichen kann und besteht deshalb darauf, dass er für sie arbeitet. Yuki überrascht niemanden, als er offenbart, dass er in Dingen wie Sport oder Wissenschaft nicht gut ist. Das Einzige, worauf er vertraut, ist seine Fähigkeit, ein Hausmann zu sein und ein Haus blitzsauber zu halten. Für Kyoka ist das aber kein Problem, denn sie steht auf Typen, die putzen können. Abgesehen davon hat Yuki viel Mut bewiesen, als er versuchte, das Mädchen zu retten, obwohl er nur ein Schutzschild war. Kyoka findet ihn gar nicht so schlecht, also fasst Yuki endlich den Mut und erklärt, dass er in Mato ein Held sein will. In der realen Welt wartet auf Yuki nur ein Leben voller Eintönigkeit und Mittelmäßigkeit. In dieser Welt kann er sich jedoch in ein Monster verwandeln, das aussieht wie eine Mischung aus Pokémon und Bleach. Zum ersten Mal überhaupt hat er das Gefühl, den Tod seiner Schwester rächen zu können. Das Wichtigste ist jedoch, dass der kleine Perversling sagt, dass es das alles wert sein wird, solange er seine Belohnung von Kyoka bekommt. Kurz darauf gehen sie zur Basis der Dämonenabwehrtruppe. Yuki geht durch die Barriere und bereitet sich darauf vor, ein angesehenes Mitglied der Truppe zu werden. Er tritt mit einer völlig neuen Lebenseinstellung ein. Yuki ist jetzt ein ganz anderer Mensch und steht selbstbewusst vor den Mädchen, die auf seine Vorstellung warten. Die Mädchen fragen sich, wer der Streber ist, und Kyoka stellt ihn einfach als den Hausmeister vor. Sie erklärt, dass er während des Kampfes ihr Sklave sein wird, aber im Wohnheim ist er der Hausmeister der Mädchen. Einige der Mädchen haben noch nie einen Jungen gesehen, aber Kyoka erklärt, dass sie alle sehr gute Kämpferinnen sind. Sie haben aber alle eine sehr schillernde Persönlichkeit, deshalb bleiben ihre Betreuer meist nicht lange bei ihnen. Yuki ist die perfekte Wahl, weil er so langweilig ist, wie es nur geht, und weil er gut putzen kann. Yuki ist wütend, weil er dachte, er würde zur Dämonenabwehr gehen, aber Kyoka erklärt ihm, dass Männer nicht mitmachen dürfen. Sie weist die Mädchen an, dafür zu sorgen, dass er sich wie zu Hause fühlt, und so verschwenden sie keine Zeit damit, ihm zu sagen, dass er Hausarbeiten erledigen soll. Yuki kann kaum mithalten, aber Nei ist die einzige Nette unter ihnen und sagt ihm, dass alles in Ordnung sein wird. Die anderen weisen darauf hin, dass das kleine Mädchen ihm überlegen ist, also sollte er besser nicht ungehorsam sein. Yukis Träume von einem sinnvollen Leben sind zerplatzt, denn er fällt in eine tiefe Depression, weil er den Befehlen eines Kindes gehorchen muss. Aber vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm, denn Kyoka nimmt ihn freundlich in der Einheit auf. Einige Zeit später beendet Yuki stolz seine Putzaktion, denkt aber darüber nach, dass die Landschaft in Mato nicht so toll aussieht. In diesem Moment versucht ein Shuki, der denkt, er sei hinterhältig, Yuki anzugreifen. Die Barriere hält diesen dummen Hohlkopf von Bleach ab und Nei kommt an, um nachzusehen, ob es ihm gut geht. Sie erklärt ihm, dass sich die siebte Einheit im unglücklichen Südwesten von Mato befindet. Deshalb tauchen dort mehr Shuki auf als in anderen Wohnheimen. Mato ist eine alternative Dimension, die so groß ist wie die Stadt Tokio und in 8 Orte unterteilt. Jeder von ihnen hat eine solche Dämonenabwehrtruppe. Nei betrachtet sich als seine Lehrerin, aber Yuki ist sich nicht sicher, ob er sich daran gewöhnen kann, dass ein Kind seine Vorgesetzte ist. Yuki ignoriert das für den Moment, denn er fragt sich, ob sie etwas gegen den Shuki unternehmen sollten, der dort nur unbeholfen herumhängt. Aber Nei erklärt ihm, dass er nur ein kleiner Fisch ist und sie ihn einfach ignorieren können. Himari ist anscheinend anderer Meinung, denn sie macht einen auf Mega Man und schießt mit ihrer Gatling Gun auf den Shuki. Yuki ist verärgert, dass sie ihn fast getroffen hat, aber Himari weist ihn darauf hin, dass er bereits mit Kugeln gefüllt wäre, wenn sie ihn treffen wollte. Himari sagt ihm, er solle sich an die Arbeit für das Abendessen machen und erinnert ihn daran, dass er nur wegen Kyoka dort ist. Yuki fängt an zu denken, dass es wirklich scheiße ist, ein Hausmeister zu sein, und er hat das seltsame Gefühl, dass er jemanden spürt. An diesem Abend schwärmen alle von Yukis Kochkünsten, sogar die schlecht gelaunte Himari will noch eine Portion. Er fühlt sich großartig nach all den Komplimenten und behält sogar eine gute Einstellung, als sie ihn an all seine anderen Pflichten erinnern. Der Dummy macht sich wieder an die Arbeit, erinnert sich aber schließlich daran, dass er ein Held und kein Handwerker sein wollte. Yuki äußert seine Bedenken, den ganzen Tag nur Hausarbeiten zu erledigen, aber Kyoka erklärt, dass sie ihn im Kampf einsetzen wird, wenn es nötig ist. Sie weist ihn an, sich bis dahin auf die Hausarbeit zu konzentrieren, und als er sich schließlich wehrt,
Schwert droht Himari, ihm den Kopf abzuschlagen. Kyoka räumt ein, dass sich die anderen mit einem männlichen Hausmeister unwohl fühlen könnten, aber Yuki ist wirklich gut im Putzen und er ist auch für ihre Fähigkeiten unerlässlich. Sie bittet alle nett zu ihm zu sein und sagt ihm, er solle sich keine Sorgen machen, denn sie werde ihm die Männlichkeit abreißen, wenn er etwas falsch mache. In dieser Nacht denkt Shushu, die auf ihr winziges Ich geschrumpft ist, dass ihr Yuki dabei erwischt hat, wie er eines der Mädchen ausspioniert hat und droht es der Kommandantin zu sagen. Shushu erklärt, dass ihre Fähigkeit ihr erlaubt zu wachsen oder zu schrumpfen und sie macht ein belastendes Foto. Sie war neugierig auf Yuki und hat ihn deshalb genau im Auge behalten. Yuki versucht die Sache zu klären, indem er erklärt, dass er nur geputzt hat, aber sie interessiert sich nicht für seine Ausreden. Yuki vermutet, dass sie versucht, ihn um Geld zu erpressen, aber sie will die Dinge nur interessant halten. Sie will, dass er ihr Sklave wird, aber er versucht zu erklären, dass er bereits ein Sklave ist. Shushu zwingt ihn, ihr Zimmer aufzuräumen und sein Versuch, das Bild zu löschen, schlägt fehl. Sie sagt ihm, er solle auch ihre Wäsche waschen, aber das gibt ihr nur eine weitere Gelegenheit, ein irreführendes Foto zu machen. Während Yuki deprimiert herumläuft, weil er gemobbt wird, sieht er Kyoka und Himari draußen trainieren. In diesem Moment taucht ein Shuki auf und Kyoka nutzt die Gelegenheit, um Himari zu zeigen, wie man es richtig macht. Sie macht das Low-Budget-Anime-Monster völlig fertig, was Yuki schockiert und Himari erstaunt. Yuki kann es nicht fassen, wie sie es in 0, nichts erledigt hat und ihm wird klar, dass er sich nie auf ihre Seite schlagen kann. Nei kommt an und verrät, dass sie mit Himari zu einem Treffen gehen wird, sodass er mit Shushu zurückbleibt, um das Wohnheim zu beschützen. In dieser Nacht zwingt Shushu ihn, ihr eine Massage zu geben und erzählt, dass sie ohne Vater aufgewachsen ist. Sie ist nach Mato gekommen, um etwas Aufregendes zu erleben, auch wenn sie dafür ihr Leben riskieren musste. Die beiden beschließen, ein paar Videospiele zu spielen, aber Yuki warnt sie, dass er ziemlich gut ist. Sie schließen eine kleine Wette ab, die Yuki zunächst nur zögerlich annimmt, aber schließlich beschließt, dass er gewinnen und sie dazu bringen wird, sich dafür zu entschuldigen, dass sie ihn so schlecht behandelt hat. Tatsächlich verliert er aber jedes Spiel und am Ende auch noch sein Hemd. In diesem Moment müssen die beiden nach draußen eilen, denn ein riesiger Shuki ist aufgetaucht und greift die Barriere an. Yuki meint, sie sollten zurückbleiben, aber Shushu zeigt, wie groß sie werden kann. Yuki tut sein Bestes, um mitzuhalten, aber diese Riesen sind schnell dabei zu kämpfen. Das dumme Monster versucht mit Shushu zu kämpfen, aber sie schnappt es sich mit Leichtigkeit und schmettert es direkt auf den Boden. Yuki ist erstaunt, als sie es mit Leichtigkeit überwältigt. Shushu schickt es in die Luft, um es dann zu Boden zu schlagen und unter ihren Füßen zu zerquetschen. Shushu schrumpft daraufhin ein wenig, denn so groß zu sein ist ganz schön anstrengend. Gerade als sie ihren Sieg feiert, wird sie von einem weiteren riesigen Klumpen Monster angegriffen. Ein paar weitere Shuki verschmelzen mit ihm, um es noch größer zu machen, und Shushu wird schnell klar, dass es schlimm werden könnte, wenn sie den Kampf jetzt nicht beendet. Sie versucht, ihre Fähigkeit zu benutzen, um noch mehr zu wachsen, aber aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Die Monster packen sie schließlich, sodass sie sich nicht mehr bewegen kann, und der Riese landet einen Schlag. Yuki ist völlig hilflos und kann nur zusehen, wie das Riesenmonster mit einem weiteren kräftigen Schlag die Oberhand gewinnt. Er wünschte, er könnte sich in diesem Moment verwandeln, aber ohne Kyoka ist das leider nicht möglich. Er wünscht sich, er könnte etwas tun und erinnert sich, dass er sich verwandelt hat, als seine Lippen Kyokas Hand berührten. Unser Genie kommt auf die glänzende Idee, etwas zu küssen, das ihr gehört, also eilt er in die Waschküche. Das Ablecken ihres Handschuhs schlägt fehl, aber es hat die Verwandlung ausgelöst, also ist er auf dem richtigen Weg. Wenn er sein Gesicht in ihr Hemd steckt, verwandelt sich sein Fuß, aber er braucht etwas, das eine stärkere Reaktion hervorruft. Schließlich findet er ihre Stiefel, aber er beginnt sich wirklich zu fragen, was das über ihn als Person aussagt. Draußen wird es für Shushu immer schlimmer, also stürmt er mit Kyokas Stiefel nach draußen. Ihm bleibt keine Zeit mehr, also muss er jetzt handeln, wenn er wirklich ein Held sein will, auch wenn das bedeutet, einen Stiefel zu lecken. Leider tut Yuki genau das und die Kraft entströmt seinem Körper. Zurück beim Kampf merkt Shushu, dass sie sich mit ihrer Verwandlung in ihre Jumbo-Größe wohl zu weit vorgewagt hat. Das Monster zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung, aber Shushu ist klar, dass sich ihr Körper bald wieder in die normale Größe verwandeln wird. In diesem Moment stirbt ein teilweise verwandelter Yuki auf sie zu und ist entschlossen, sein Bestes zu geben, obwohl er nicht seine volle Kraft hat. Shushu hält das Ding davon ab, sich zu bewegen und gibt Yuki das perfekte Ziel. Mit einem kräftigen Tritt zerstört er den Kopf des Dings und gewinnt den Kampf. Shushu denkt, dass er zu leichtsinnig war, als er mit halber Kraft kämpfte, aber Yuki hat das getan, weil sie ihn einen Feigling nannte und ihm sagte, er solle sich vor dem Kampf zurückhalten. Und danach arbeitet Kyoka daran, Yukis Körper zu reparieren, denn die Verwandlung hat schmerzhafte Folgen für ihn. Die anderen machen sich über ihn lustig, weil er schon nach ein paar Minuten Kampf außer Gefecht ist, aber er sagt, dass er einfach noch nicht gelernt hat, wie er seine Kräfte einsetzen kann.
nutzen kann. Er fragt sich, ob sie die Barriere reparieren sollten, aber Kyoka erklärt, dass Barrieren, die wichtigen Orte schützen, besondere Eigenschaften haben. Solange der Schaden gering ist, repariert sie sich von selbst. Yuki erkennt, dass dies auch erklärt, was bei dem Angriff der Shuki vorhin passiert ist. Kyoka macht sich wieder an den Rücken unseres Jungen, aber es ist sehr schmerzhaft und er fragt sich, ob das eine Belohnung für den Schutz des Wohnheims ist. Kyoka schimpft mit Shushu, weil sie ihren Gegner unterschätzt hat und weist sie an, Yuki zur Strafe bei seinen Aufgaben zu helfen. Als sie gehen, verrät Shushu jedoch, dass sie noch mehr belastende Fotos hat, sodass sie weiterhin seine Meisterin sein wird. Yuki merkt, wie schlimm es für ihn wird und fragt sich, ob er jemals frei sein wird. An anderer Stelle sehen wir, wie eine Barriere zerbricht. Eine andere Dämonenabwehrtruppe trifft ein, um die Ursache zu finden, und eine von ihnen sagt den anderen, sie sollen ihre Kommandantin informieren. Das verbleibende Mädchen macht sich bereit, gegen das Ding zu kämpfen, aber sie merkt, dass ihr Gegner kein gewöhnlicher Shuki ist. Das Ungeheuer ignoriert ihren Angriff völlig und schnappt sich die beiden, die weggelaufen sind, um das erste Mädchen zurückzuschlagen. Dieses Mega-Shuki macht sich bereit, sie zu fressen, aber eine geheimnisvolle Person befiehlt ihm, aufzuhören. Als die geheimnisvolle Frau auf den Shuki steigt, erklärt sie, dass sie Yukis Anwesenheit irgendwo in Mato spürt und es Zeit ist, ihm einen Besuch abzustatten. Einige Zeit später nimmt Kyoka Yuki mit durch ein Gate und lässt ihn auf sie warten, da sie wichtigen Papierkram zu erledigen hat. Yuki kann nicht glauben, wie verrückt interdimensionale Reisen sind, denn auf der anderen Seite hat es nur 50 Minuten gedauert, um hierher zu kommen. Kyoka kehrt schließlich zurück und sagt ihrem Jungen, dass er die frische Luft genießen soll, solange er noch kann, da er nicht oft frei hat. Yuki fragt sich, wohin sie gehen, aber er bekommt keine Antwort von der sehr ernsten Kyoka. Zurück in Mato sucht Shushu nach Yuki und erfährt, dass die Kommandantin ihn durch die Yamagata-Passage gebracht hat. Sie ist zunächst etwas überrascht, erinnert sich aber daran, dass heute ein tragischer Tag ist. Zurück bei Yuki nimmt Kyoka ihn mit zu einem Friedhof. Sie erklärt ihm, dass es vor einiger Zeit einen Vorfall gab, bei dem Dutzende von Shuki in diese Welt gewandert sind und einer von ihnen besonders mächtig war. Kyoka erinnert sich lebhaft an diesen Tag und beschreibt, dass dieses mächtige Ungetüm ein einziges Horn hatte. Das fiel ihr als Kind besonders auf, als dieses Ding ihre Heimatstadt massakrierte, also nannte sie es den Einhörnigen. Alle Shuki, die an diesem Tag herüberkamen, wurden von den Dämonenabwehrtruppen, die zur Hilfe kamen, ausgelöscht. Als Kyoka jedoch die Aufzeichnungen durchsah, entdeckte sie, dass das einhörnige Monster entkommen konnte. Es war das einzige Shuki, dem dies gelang, und es benutzte ein Gate, um nach Mato zurückzukehren. Dieser Einhörnige ist noch am Leben, und Kyoka wird wütend, als sie erklärt, dass sie mit dem mächtigen Dämon noch eine Rechnung offen hat. Sie schwört, ihn auszulöschen, und Kyoka will, dass Yuki darauf vorbereitet ist, wenn dieser Tag kommt. Das ist der Grund, warum sie ihn auf den Friedhof gebracht hat, denn sie wollte ihm all die Menschen zeigen, die sie rächen wird. Danach ist die Zeit gekommen, nach Mato zurückzukehren, aber Yuki möchte eine kleine Pause einlegen. Yuki überprüft einige Yelp-Bewertungen und erfährt, dass das Café in der Nähe für seine Parfait berühmt ist. Kyoka erklärt, dass die Rückkehr nach Mato wichtiger ist, aber sie lässt sich leicht von einem Bild eines toll aussehenden Parfaits überzeugen. Kyoka ist von seinem Durchsetzungsvermögen überrascht, aber sie ist immer noch mehr mit Mato beschäftigt. Yuki erzählt, dass er seine Schwester durch ein Missgeschick von Mato verloren hat und kann daher verstehen, wie Kyoka sich fühlt. Yuki ist ein schlaues Kerlchen, denn er weist sie darauf hin, dass sie ihre Chance auf Rache verpasst, wenn sie sich verausgabt. Kyoka merkt, dass er nicht nur durchsetzungsfähig, sondern auch überzeugend ist. Sie findet, dass das Parfait fantastisch schmeckt und ihr Lächeln weckt bei Yuki Erinnerungen an seine Schwester. Sie haben sich immer sehr gut verstanden und sie hat ihn immer ermutigt, Dinge wie Kochen und Putzen zu lernen. In diesem Moment erhält Kyoka einen Notruf von Mato. Es ist zwar nicht lebensbedrohlich, aber es ist definitiv etwas Ernstes passiert. Die Pause ist plötzlich vorbei und Kyoka lässt Yuki sich verwandeln. Seine Dämonenform bringt ihn schnell wieder zurück und Kyoka belohnt ihn, denn das ist nur ein Teil der Funktionsweise ihrer Macht. Bei dem Treffen erfährt Kyoka, dass bei den Patrouillen eine Entdeckung gemacht wurde. Ein kraterähnliches Gebilde ist in der Nähe aufgetaucht, zusammen mit einer großen Anzahl von Shuki. Yuki wirft einen Blick auf das iPad und ist schockiert, hunderte von Shuki auf einem Radar zu sehen. Auch Kyoka ist erstaunt, denn so etwas hat sie noch nie gesehen. Nei nutzt ihre Fähigkeit, um herauszufinden, dass die Shuki nicht verschwinden, sondern eine Art Nest bauen. All diese Shuki auszulöschen wird ein großes Unterfangen für ihr Geschwader sein und Yuki ist Feuer und Flamme. Kyoka erklärt, dass sie drei Fahrzeuge mitnehmen werden und Yuki ist schockiert, als er erfährt, dass er als eines dieser Fahrzeuge gilt. Yuki flitzt den anderen davon und sie nennen ihn nur ein wildes Tier. Er und Kyoka kommen am Krater an und er denkt darüber nach, wie schrecklich es wäre, wenn jemand mit all den Shuki darin stecken würde. Er will anfangen, sie auszuschalten, aber Kyoka sagt ihm, er solle auf ihr Signal warten. Die anderen greifen zuerst an und Kyoka erklärt, dass es einfacher ist, die Shuki zu vereinen, als sie einzeln auszuschalten. Die Shuki sind zäh, aber ihr Kampfstil ist einfach. So
Solange sie sich an ihre Strategie halten, werden sie nicht verlieren können. Kiyoka sagt Yuki, dass er bereit sein soll, denn sie werden ihren Angriff starten, sobald ein riesiger Shuki seine maximale Größe erreicht hat. In diesem Moment kommt ein starker Strahl aus dem Nichts und trifft Shushu. Ein Blick darauf, woher er kam, verrät, dass es ein einzelnes gehörntes Biest war. Kiyoka erkennt es sofort als das, das all die Menschen niedergemetzelt hat, und es greift sie an. Es zerstört ihren Lastwagen völlig und das Mädchen, das auf ihm sitzt, verkündet, dass sie sich der Gruppe angeschlossen hat. Himari ist überrascht, dass das Mädchen sprechen kann, und da sie dachte, sie sei ein Monster, aber das macht das Mädchen nur wütend. Sie feuert einen massiven Angriff ab, aber Himari kann ihn gerade noch abwehren, indem sie ihren Arm in ein Schild verwandelt. Der Angriff erweist sich jedoch als zu stark, denn Himaris Schild wird zerstört und sie wird von dem verheerenden Strahl getroffen. Yuki und Kiyoka greifen schnell an und es gelingt ihnen, den Einhörnigen zurückzudrängen. Das Mädchen freut sich über ihre Kraft, aber Kiyoka ist wütend, dass sie dem Einhörnigen wieder einmal gegenüberstehen. Das Mädchen ist amüsiert, dass sie einen Spitznamen für den Dämon haben, und Yuki ist verblüfft, wie furchterregend der Dämon aussieht, der Kiyokas Heimatstadt zerstört hat. Allen in ihrem Team geht es sehr schlecht und Kiyoka verlangt zu wissen, wer das Mädchen ist. Das Mädchen erklärt, dass sie der Erzfeind der Dämonenabwehr ist, und Kiyoka ist schockiert, als sie einen Pfirsich herauszieht. Das Mädchen fragt, ob Kiyoka ihren kleinen Bruder irgendwo gesehen hat, aber Kiyoka antwortet nicht. Das Mädchen nutzt den Pfirsich als Ablenkung, um einen Überraschungsangriff zu starten, aber Yuki kann ihn gerade noch abwehren. Unser Duo wendet eine Art Combo-Move an, der dem Mädchen aber nichts anhaben kann. Sie erklärt, dass ihr jüngerer Bruder ihr immer gefolgt ist, als sie jünger waren, aber sobald er ein bisschen älter wurde, hat er sich in einen Schurken verwandelt. Als das Mädchen die Oberhand im Kampf gewinnt, erklärt sie, dass ihr Bruder älter geworden ist und sie ihm jetzt Manieren beibringen wird. Yuki kann nicht sagen, ob dieses Mädchen eine Shuki ist oder nicht, aber er weiß sicher, dass sie ganz anders ist als alle anderen Gegner, denen er je begegnet ist. Das Mädchen will gerade den Namen ihres kleinen Bruders sagen, aber sie wird von den Shuki unterbrochen, die sich gerade zu einem riesigen Giganten zusammengeschlossen haben. Das Mädchen könnte nicht wütender über die Unterbrechung sein, aber das erinnert Yuki nur an seine Schwester. Das Mädchen ist wütend, dass es unterbrochen wurde, während es über ihren Bruder sprach, und zerquetscht das riesige Biest sofort. Sie verfüttert die Überreste des Dämons an den Einhörnigen und erst jetzt wird Kiyoka klar, dass sie die oberste Anführerin der Shuki sein muss. Das Mädchen ist enttäuscht, dass sie offensichtlich nichts über Mato wissen und weicht dem Angriff unseres Helden leicht aus. Sie erklärt, dass dies eine Welt voller Flüche ist und trennt Kiyoka mit einem Angriff von Yuki. Das Mädchen ist beeindruckt, dass Kiyoka einen so starken Shuki hat und hält ihn fest. Yuki hat Angst, dass sie ihn zerquetschen wird, wie sie es mit dem Riesen getan hat, aber das Mädchen ist fassungslos. Sie merkt, dass er gar kein Shuki ist. Sie greift nach ihm, aber Kiyoka springt zurück in den Kampf und stößt sie zurück. Sie schafft es, etwas Schaden anzurichten und holt zu einem weiteren Angriff aus, aber der Einhörnige hält sie auf. Sie fliehen, aber Kiyoka verlangt, dass die Feiglinge zurückkommen. Kiyoka hat sich ganz ihrer Wut hingegeben, denn wenn sie vor ihr fliehen wollen, wird sie genau das tun, was der Einhörnige mit allen fliehenden Dorfbewohnern gemacht hat. Sie schwört, sie von hinten zu zerreißen, aber als sie sich nach Yuki umdreht, sieht sie, dass er damit beschäftigt ist, ihrem Team zu helfen. Kiyoka überwindet ihren Stolz und sagt Yuki, dass die Sicherheit von Himari und Shushu oberste Priorität hat und sie sich vorerst zurückziehen werden. Kiyoka bereut es, dass sie sich von ihrer Wut leiten ließ, denn jetzt ist ihr klar, dass sie das fast ihre Teamkameradinnen gekostet hätte. Als sie zur Basis zurückkehren, erklärt Kiyoka, dass die Wunden ihres Teams nur leicht sind und sie sich bis zum nächsten Tag vollständig erholt haben werden. Die Belohnung für den kleinen Spinner ist dieses Mal, dass er getreten wird, und Yuki selbst erschrickt über diese Anforderungen seiner inneren Psyche. Yuki entschuldigt sich dafür, dass er den Einhörnigen hat entkommen lassen, aber Kiyoka nimmt ihm das nicht übel, da es wichtiger war, ihr Team aus der Sache zu retten. Sie stellt fest, dass das Mädchen eine neue Spezies von Shuki sein muss. Sie kann nicht glauben, dass eine von ihnen jetzt ihre Sprache verstehen kann und ist sich sicher, dass diese Nachricht die Welt schockieren wird. Yuki überrascht sie, als er ihr erklärt, dass er denkt, dass das Mädchen seiner Schwester sehr ähnlich sieht. Auch sie hatte eine seltsame Reaktion, als sie sein Gesicht sah. Kiyoka bezweifelt das, denn kein Mensch kann so stark sein. Außerdem hat noch nie jemand davon gehört, dass ein Mensch ein Shuki wird. Während er kocht, fragt sich Yuki immer noch, ob es seine Schwester war. Das Problem ist, dass er nicht versteht, wie sie es geschafft hat zu überleben oder warum sie gegen die Dämonenabwehrtruppe kämpft. Er hat keine Ahnung, was er tun soll, wenn er sie wieder sieht, aber er muss in die Realität zurückkehren, um das Kochen zu beenden. Nate zwingt ihn, sich hinzuknien, um als seine Vorgesetzte etwas zu erledigen, und sie schlägt ihm mitten ins Gesicht, weil er alle in Gefahr gebracht hat. Nachdem das geklärt ist, versteht sie, dass er hart gekämpft hat, um alle zu beschützen, und sagt ihm, dass sie sich um das Abendessen kümmern wird, damit er sich ausruhen kann. Er hilft ihr trotzdem beim Kochen und beschließt, dass er sich später überlegen wird, was er mit dem Dämonenmädchen machen will, da er jetzt zu tun hat. An anderer Stelle erfahren wir, dass
dass der Name des Mädchens Aoba ist. Sie wird verspottet, weil sie mit Verletzungen zurückgekommen ist, aber die Heilerin Coco bringt sie wieder in Ordnung. Aoba ist sich sicher, dass das Monster, gegen das sie gekämpft hat, ihr Bruder Yuki war, aber sie kann sich nur wundern, wie er am Ende wie ein Shuki aussah. Sie dachte, dass sie keine Jungs in die Dämonenabwehrtruppe lassen, aber trotzdem freut sie sich über ihr kleines Wiedersehen. Nach einem Bad trifft Yuki zufällig auf Himari und sie bereitet sich darauf vor, sein Leben zu beenden. Doch in diesem Moment öffnet sich überraschend ein Tor und zwei Mädchen erscheinen. Die eine ist die Kommandantin der sechsten Truppe namens Izumo und die andere ist ihre Stellvertreterin namens Asuma. Sie sind sehr an Yuki interessiert, der immer beliebter wird, aber Asuma lässt ihn Kyoka holen. Als alle zusammenkommen, lobt Izumo Kyoka dafür, dass sie einen Sklaven hat, der einen guten Kaffee kochen kann. Die Oberbefehlshaberin hat eine Nachricht über das Auftauchen des bösartigen humanoiden Shuki geschickt, also ist Izumo gekommen, um das zu besprechen. Normalerweise handeln alle Truppen unabhängig voneinander, aber in Zukunft wird die Dämonenabwehrtruppe geschlossener auftreten. Yachio hat übrigens echt ein Ding an der Waffel, denn sie verspottet Himari, weil sie während des Kampfes gegen den Humanoiden in Ohnmacht gefallen ist. Sie nennt sie einen Feigling und sagt ihr, dass sie den Ruf ihrer Familie in den Dreck zieht. Yachio sagt ihr, sie solle ihre Träume aufgeben und mit ihr nach Hause kommen. Währenddessen weist Izumo darauf hin, dass der humanoide Shuki eigentlich ziemlich stark ist. Kyoka stimmt ihr zu und kann verstehen, warum sie alle zusammenarbeiten sollen. Yachio drückt ihre Zuversicht aus, sich mit Kyoka zusammenzutun, aber sie hat kein Vertrauen in Kyokas Team. Sie sagt unhöflich, dass sie keinen Namen nennen will, aber es gibt jemanden, von dem sie sich sicher ist, dass sie sie aufhalten wird. Kyoka hat eine Idee und weist darauf hin, dass es wichtig ist, dass sie die Stärke des anderen einschätzen. Um das zu erreichen, schlägt sie vor, einen Schaukampf zwischen den Gruppen abzuhalten. Alle sind schockiert und Yukis dummes Gehirn denkt sofort an einen Sportwettkampf. Zum Glück korrigiert ihn Nei und erklärt ihm, dass es sich um ein Kräftemessen zwischen den einzelnen Truppen handelt. Kyoka möchte, dass es ein Einzelkampf ist, also stimmt Izumo zu. Izumo muss allerdings erst Vorbereitungen treffen, also gehen sie los. In diesem Moment bittet Himari Kyoka, ihr bei den Vorbereitungen für den Kampf zu helfen. Kyoka erklärt ihr, dass es nicht einfach sein wird, aber Himari erklärt, dass sie alles tun wird, solange es bedeutet, dass sie gewinnen wird. Kyoka stimmt ihr zu und sagt ihr, dass sie sofort mit dem Training beginnen soll. Himari wendet sich dann an Yuki und verrät ihm, dass ihre Abmachung eigentlich bedeutet, dass Yuki jetzt ihre Sklavin ist. Nachdem die Mädchen Yukis Kochkünste genossen haben, verrät er, dass seine geheime Zutat Hühnerfett war. Himari nennt ihn einen großartigen Sklaven und fragt sich, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Die Antwort ist einfach. Es ist wegen des Showkampfes und Himari erklärt, dass sie gewinnen muss. Kyoka weiß, dass Yachihos Verhalten einen Nerv getroffen hat, also gibt dieses Match Himari die Gelegenheit, ihr eine Lektion zu erteilen. Während sie zum Training fahren, kann Yuki immer noch nicht verstehen, wie er Himaris Sklave geworden ist. Himari enthüllt, dass die Verwandlung von Teilen ihres Körpers in Waffen nicht ihre Hauptfähigkeit ist. Daraufhin zeigt sie ihre wahre Fähigkeit, indem sie Yuki ihr Handy zeigt, aber es sieht nur wie ein Sammelkartenspiel aus. Himari erklärt, dass ihre Fähigkeit Lernen heißt. Das bedeutet, dass sie die Fähigkeiten anderer Menschen erlernen und sie selbst nutzen kann. Yuki weist darauf hin, wie übermächtig das ist und Himari erklärt, dass sie nur die Fähigkeit einer Person auf ihrem Telefon auswählen und sie einsetzen muss. Sie hat jetzt die Kommandantin ausgewählt, damit sie Kyokas Fähigkeit benutzen kann. Yuki fragt sich, ob Himari alle Details von Kyokas Fähigkeit kennt, aber sie weiß nur, dass sie körperlich anstrengend ist. Himari meint, das bedeutet nur, dass sie das Putzen und die Wäsche übernehmen müsse und erklärt, dass ihr das nichts ausmache, solange sie ihre Schwester schlage. In diesem Moment werden sie von Shuki umzingelt, also lässt Himari Yuki sich verwandeln. Yuki weist darauf hin, dass er sie bereits gewarnt hat, also verwandelt er sich, aber dieses Mal ist der Prozess ein bisschen anders. Denn dieses Mal hat er eine andere Form als bei der Verwandlung der Kommandantin und der Dämon Yuki ist viel schneller. Er denkt darüber nach, wie blitzschnell er ist und sich in dieser Form bewegen kann und er ist sogar schneller als Kyoka. Der größte Nachteil ist, dass er eindeutig nicht so stark ist, aber er beschließt einfach mit dem zu arbeiten, was er hat. Yuki nutzt seine enorme Geschwindigkeit und lässt ein wahnsinniges Sperrfeuer an Schlägen los. Himari ist natürlich erstaunt und zuversichtlich, dass Yuki ihr helfen kann, ihre Schwester zu besiegen. Nachdem Yuki den Shuki vernichtet hat, fragt er sich, warum Himari diese Fähigkeit den anderen vorgezogen hat, die sie wählen konnte. Himari erklärt ihm, dass Yuki dadurch eine Chance hat, sich nützlich zu machen. Sie beginnt ihm zu sagen, dass er dankbar sein sollte, aber sie unterbricht ihn, als sie den Preis für die Nutzung von Kyokas Fähigkeit erfährt. Nachdem Yuki für seine Arbeit belohnt wurde, erklärt er, dass Himari mit einer anderen Fähigkeit besser dran wäre. Himari sagt, dass sie es tun würde,
wenn sie könnte, aber es gibt eine Kompatibilitätskomponente für ihre Lernfähigkeit. Sie verschlechtert die Qualität der meisten Fähigkeiten so weit, dass sie nutzlos werden. Wenn sie zum Beispiel Shushus Wachstumsfähigkeit nutzen würde, würde nur ihre Nase um einen Zentimeter wachsen. Yuki erinnert sie an den Preis für die Nutzung von Kyokas Fähigkeiten, aber Himari akzeptiert es einfach. Yuki will wissen, warum sie so verzweifelt versucht, ihre Schwester zu besiegen, also gibt sie ihm eine kleine Geschichtsstunde. Sie wurde in eine sehr einflussreiche Familie hineingeboren, mit großen Erfolgen und einem Motto. Alle ihre älteren Schwestern waren erfolgreich, sodass alle große Hoffnungen in Himari setzten. Allerdings überanstrengte sie sich oft vor einem großen Ereignis und verletzte sich. Oder sie wurde nervös und bekam Fieber. Sie hatte nie irgendwelche Ergebnisse vorzuweisen und Yuki denkt darüber nach, wie er das nachempfinden kann. Auch ihre Schwäche war bekannt und so wurde sie immer gehänselt, wenn sie nicht mit ihren Schwestern mithalten konnte. Dies ist ihre erste Chance, seit sie die Verbindung zu ihrer Familie abgebrochen hat, um ihnen zu beweisen, dass sie sich geirrt haben. Himari verlangt von Yuki, dass er mit ihr zusammenarbeitet und er denkt darüber nach, wie schwer es ist, jemandem zu helfen, der nicht einmal höflich fragen kann. Dann verrät Himari, dass es ihr Ziel ist, eine Heldin zu werden, genau wie ihre Kommandantin. Sie hofft, dass sie eine neue Version von sich selbst wird, wenn sie Yachiho besiegen kann. Himari möchte, dass eine andere Seite von ihr zum Vorschein kommt und Yuki kann das auch nachvollziehen. Himari weist darauf hin, dass nur noch eine Sache für den Kampf fehlt und das ist ein Finishing-Move, um ihre Gegnerin zu vernichten. Jetzt, wo Yuki seinen Verstand benutzt, um darüber nachzudenken, wird ihm klar, dass er bisher nur wie ein Verrückter auf alles eingeschlagen und getreten hat, was ihm in die Quere kam. Er hat seine eigenen Gründe dafür, dass er stärker werden will und er beginnt sich zu fragen, ob Himari der Schlüssel zu einem neuen Weg ist. Yuki ist überzeugt und willigt ein, ihr zu helfen. Himari erinnert ihn daran, dass er ihr Sklave ist und erklärt, dass die Kraft ihrer Schwester Goldene Stunde heißt. Sie kann die Zeit kontrollieren und sie sogar einfrieren und zurückspulen. Nachdem er das gehört hat, wird dem einst so zuversichtlichen und optimistischen Yuki klar, dass sie am Ende sind. Im Wohnheim der anderen Schwadron spürt Yachiho, dass ihre Schwester über sie spricht. Sie schwört, dass sie Himari beim Mato-Kampf in die Schranken weisen wird und freut sich auf diesen Tag. Während des Trainings verrät Himari, dass Yachihos Kraft zwar zweifellos gefährlich ist, aber sie verbraucht auch sehr viel Kraft. Sie wird sehr schnell müde werden, wenn sie sie zu oft einsetzt und so werden sie gewinnen. Yuki weist darauf hin, dass allein die Tatsache, dass Yachiho ihre Fähigkeit mehr als einmal einsetzen kann, ein großes Problem darstellt. Aber es gibt noch mehr. Himari erklärt, dass Yachiho eine seltsame Pose einnimmt, um ihre Fähigkeit auszulösen, denn das ist eine Routine, die angeblich ihre Fähigkeiten verbessert. Deshalb schlägt Yuki vor, dass sie seine rasante Geschwindigkeit für ihren Finishing-Move nutzen. Himari stimmt zu und plant ein ultraschnelles Manöver, bei dem Yachiho nicht einmal Zeit hat, die Zeit einzufrieren oder zurückzuspulen. Außerdem muss er genug Kraft haben, um Yachiho komplett aus dem Kampf zu werfen. Yuki probiert einen schnellen Schritt nach vorne aus, der in einen Kopfstoß übergeht, aber er muss zu einem tödlichen Schlag ausgefeilt werden, dem man nicht ausweichen kann. Himari fordert Yuki auf, seine ganze Kraft auf einen einzigen Körperteil zu konzentrieren, also macht er es mit seinen Beinen und sie werden riesig. In diesem Moment tauchen die Shukis auf und dienen als Übungspuppen. Yukis riesige Beine machen ihn noch schneller als zuvor, aber sein erster Versuch mit der Spezialbewegung klappt nicht so gut. Nachdem er wieder alle Shuki besiegt hat, merkt Yuki, dass er es übertrieben hat, denn seine Beine sind erschöpft. Es ist klar, dass er seine ganze Armkraft verloren hat, da er seine ganze Energie in seine Beine gesteckt hat. Himari beschließt, dass er einfach weiter experimentieren muss, bis er seine Technik perfektioniert hat und belohnt ihn dieses Mal mit einem netten kleinen Streicheln auf seinem Kopf. Kyoka kommt zu ihrer nächsten Trainingseinheit und ist erstaunt, dass Yuki wirklich anders aussieht. Sie lobt Himari dafür, dass sie sich einen guten Finishing-Move überlegt hat, fragt sich aber, warum sie ihn von so weit weg beobachtet. Kyoka erinnert sie daran, dass der Einsatz ihrer Fähigkeit von grundlegender Bedeutung ist und sagt ihr, dass sie sie stolz machen soll, als sie geht. Ihre Worte gehen Himari nicht mehr aus dem Kopf, also steigt sie auf Yuki und erklärt ihm, dass sie ihn während des Schaukampfes reiten wird. Himari denkt darüber nach, dass Kyokas Fähigkeit es erfordert, dass sie ihren Sklaven kontrolliert und sich nicht nur zurücklehnt und ihn trainiert. Himari packt ihn an den Ketten und befiehlt ihm, seine Kraft in die Beine zu stecken. Yuki tut das und merkt seltsamerweise, dass er mehr Kraft durch sich hindurchfließen spürt als zuvor. Himari befiehlt ihm, den ersten Shuki, den sie sehen, zu zerquetschen und sein Angriff zerstört ihn mit Leichtigkeit. Yuki kann nicht glauben, was er gerade getan hat und ihnen wird klar, dass es der narrensichere Finishing-Move ist, auf den sie hingearbeitet haben. Yuki ist sich nicht sicher, ob er ihn nachmachen kann, aber zu ihrem Glück gibt es jede Menge Übungspuppen, die ihnen dabei helfen. Nachdem er sie alle besiegt
besiegt hat, ist Yuki 1 Million Mal mehr erschöpft als sonst. Yuki erhält seine nächste Belohnung und schwört sich, diese neue Technik zu meistern, damit er sie in Zukunft wieder einsetzen kann. Eine süße Trainingsmontage beginnt und zeigt, wie Yuki immer stärker wird. Am Tag des Schaukampfes treffen Izumo und die anderen ein. Yachiho spürt, dass Himari etwas geplant hat, aber sie versucht ihre Zweifel zu verdrängen, da sie nicht glaubt, dass ihre Schwester es schaffen wird. Himari ist etwas aufgeregt, aber Yuki kommt und sagt ihnen, dass der Kampf bald beginnen wird. Yuki merkt, dass Himari aufgeregt ist, also sagt er ihr, sie solle sich keine Sorgen machen und erinnert sie daran, dass sie sich den Hintern abgerackert haben. Himaris Selbstvertrauen ist wiederhergestellt und sie garantiert, dass sie gewinnen wird. Als alle soweit sind, schreiben sie alle ihre Namen auf, damit ein Mädchen namens Gina ihre Fähigkeit einsetzen kann. Damit kann sie eine Barriere errichten, indem sie eine Linie auf den Boden zeichnet, die als Grenze dient. Nur diejenigen, die ihre Namen aufschreiben, können sie betreten. Außerhalb wird jeder Schaden, der während eines Kampfes innerhalb der Barriere entsteht, geheilt. Gina wird gleichzeitig als Schiedsrichterin fungieren und ist froh, dass sie die Dämonenabwehrtruppe in Aktion erleben kann. Nicht jeder glaubt, dass die große Macht der Pfirsiche auf der Natur und dem Wissen eines Menschen beruht, aber sie schon. Deshalb ist sie gespannt darauf, die Kräfte der anderen zu sehen. Ginas Barriere kann der Kraft von 1000 Shuki standhalten und sie zählen auch auf sie, um den Kampf zu beurteilen. Yuki kann natürlich erkennen, dass Gina ein Fan der Dämonenabwehrtruppe ist, aber das bedeutet auch, dass sie Männer hasst. Nei gilt als Nichtkämpferin, also ist es ihre Aufgabe, ihre Teamkameradinnen anzufeuern. Gleich in der ersten Runde geht es zwischen Himari und Yachiho zur Sache. Die Regeln besagen, dass derjenige verliert, der zuerst aufgibt oder ausgenockt wird. Verletzungen werden geheilt, also werden sie ermutigt, aufs Ganze zu gehen. Yachiho plant, Himari nach Hause zu schleppen, wenn sie sie besiegt, aber Himari erklärt, dass sie nicht mehr dieselbe Person ist wie damals. Sie erklärt, dass sie gewinnen wird und lässt Yuki sich verwandeln. Yachiho will einer Hundeführerin nicht verbieten, ihren Hund im Kampf einzusetzen, also erlaubt sie Yuki, an dem Kampf teilzunehmen. Als beide Seiten bereit sind, beginnt der Kampf. Yachiho beginnt damit, ihre Schwester zu warnen, aber noch bevor sie ihren Satz beenden kann, schnappt sie nach Luft von Yukis blitzschnellem Angriff. Sie hat keine Ahnung, woher der Angriff kam, aber sie sammelt sich und spult die Zeit um 5 Sekunden zurück. Die Zeit wird bis zum Beginn des Kampfes zurückgespult, aber Himari kann sehen, dass Yachiho müde wird. Zu ihrem Glück haben sie vorausgeplant, falls sie es nicht mit einem einzigen Schlag erledigen können. Yachiho bereitet sich darauf vor, herauszufinden, ob ihr erster Angriff ein Zufall war und denkt darüber nach, dass Himari anscheinend nicht bemerkt hat, dass ihre Fähigkeit zur Zeitmanipulation stärker geworden ist. Yachiho weist darauf hin, dass kleine Schwestern niemals große Schwestern besiegen können und setzt ihre Fähigkeit namens Primetime ein. Himari lässt ihrer Schwester keine Zeit und lässt Yuki einen wahnsinnig schnellen Angriff ausführen. Yachiho gelingt es, die goldene Stunde zu nutzen, um die Zeit 5 Sekunden zurückzudrehen, bis kurz vor dem Angriff. Gerade als sie in Yachihos Angriffsweite kommen, friert sie die Zeit für 5 Sekunden ein. Zu ihrem Pech bemerkt sie, dass sie aus ihrer Reichweite herausgekommen sind und Yachiho ist fassungslos, als sie feststellt, dass sie absichtlich die Taktik wechseln. Himari ist froh, dass sie ihre Schwester dazu gebracht haben, ihre Fähigkeit zu vergeuden, also sagt sie Yuki, dass er sich an den Plan halten soll. Die Zuschauer sind erstaunt, dass Yuki sich schneller bewegt als eine Pistolenkugel und es wird klar, dass Himari versucht, Yachiho zu verwirren, da sie nur im Kreis laufen. Yuki spürt in seinen Knochen, wie sehr Himari gewinnen will und wiederholt, dass er ihr helfen muss, Yachiho zu besiegen. Yuki erhöht das Tempo und ihre kleine Jubelgruppe feuert sie an. Yachiho holt eine Waffe hervor, die speziell für den Einsatz in Mato modifiziert wurde, aber unser Junge Yuki ist in dieser Form einfach viel zu schnell. Yachiho wird immer genervter, aber Yuki freut sich, dass sie aus dem Gleichgewicht bringen, genau wie sie es geplant haben. Tenka sieht zu und ist amüsiert, dass dieser Kampf tatsächlich nicht so langweilig ist. Alle dachten, dass Yukis Knechtschaft nur für Kiyoka reserviert war, aber jetzt ist klar, dass er sich einer neuen Meisterin widmen kann. Als die beiden kämpfen, ist Himari erstaunt, dass Yuki so hart für sie kämpft. Er strengt sich viel mehr an, als sie erwartet hat, also beschließt sie, dass sie sich dafür entschuldigen muss, dass sie es ihm vorher so schwer gemacht hat. Aber zuerst müssen sie den Kampf gewinnen. Himari erinnert sich daran, dass Yachiho die goldene Stunde sofort nutzen kann, aber sie muss erst ihre seltsame Pose einnehmen. Sobald sie sehen, dass sie die Pose einnimmt, entscheiden sie, ob sie angreifen oder sich zurückziehen. Außerdem können sie an ihrem Verhalten erkennen, ob sie ihre Fähigkeit bereits eingesetzt hat oder nicht. Wenn sie plötzlich müde wirkt, ist das ein Beweis dafür, dass sie gerade die Zeit zurückgespult hat. Wenn nicht, dann müssen sie ihr ausweichen. Während sie den Kugeln ausweichen, stellt Himari fest, dass Yachiho ihre Fähigkeit bestenfalls noch einmal einsetzen kann, da sie viel Energie verbraucht. Wenn sie nur dazu bringen können, sie zu verschwenden, werden sie sicher gewinnen. Yachiho weiß bereits genau, was Himari denkt und hat ihre Strategie durchschaut. Deshalb beschließt sie, endlich ihren Trumpf auszuspielen. Himari geht davon aus, dass es eine weitere goldene Stunde ist und sie außer Reichweite sind.
Doch sie irrt sich, denn Yachiho nutzt die Primetime, um die Zeit für 10 Sekunden einzufrieren. Dadurch wird ein viel größerer Bereich eingefroren, in dem alle gefangen sind, und Himari hat jetzt keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Die böse Yachiho schwört, ihre Schwester zu besiegen, damit sie sie nach Hause bringen und ihr das Leben zur Hölle machen kann. Kurz bevor die 10 Sekunden um sind, feuert sie mehrere Kugeln auf ihre Schwester ab. Sobald die Zeit abgelaufen ist, setzt sich alles wieder in Bewegung und die Kugeln treffen unseren Helden. Keiner hat gesehen, was passiert ist, denn alle dachten, Himari würde den Kampf gewinnen, aber jetzt ist sie am Boden zerstört. Dann erklärt Yachiho ihre Fähigkeit zur Primetime. Wenn sie die ultimative Pose einnimmt, kann sie die Zeit, die sie kontrollieren kann, verdoppeln. Der einzige Nachteil war, dass es ein paar Sekunden länger als die goldene Stunde dauert, um sie zu aktivieren. Yachiho wusste, dass ihre Schwester ihre andere Pose kannte, also hatte sie keine andere Wahl. Alle Zuschauer sind fassungslos, denn sie wussten nicht, dass Yachiho die Zeit für ganze 10 Sekunden einfrieren kann. Himari kann nicht glauben, dass ihre Schwester diese Fähigkeit versteckt hat, aber Yachiho erklärt, dass ein Genie wie sie mit der Zeit nur noch brillanter wird. Dass sie das nicht in ihre Berechnungen einbezog, war Himaris Verhängnis. Unsere Ansagerin weist darauf hin, dass Himari aufgrund von Yugis Schnelligkeit die Oberhand gewinnen konnte, aber Yachiho hat all das mit ihrer Trumpfkarte zunichte gemacht. Durch die Entfesselung ihrer Primetime-Fähigkeit hat sich das Blatt komplett gewendet. Nei fürchtet um ihre Freundin, aber Shushu weiß, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Sie feuern ihre Freundin an und ermutigen Himari, allen zu zeigen, aus welchem Holz ihre Truppe geschnitzt ist. Die Dinge laufen jedoch nicht so gut und Yachiho kennt Himaris Lernfähigkeit nur zu gut. Yachiho erklärt, dass Himari, wenn ihre Lernfähigkeit eine Fähigkeit anpasst, die mit Kosten verbunden ist, keinen Fertigkeitswechsel durchführen kann, bis der Preis bezahlt ist. Deshalb kann Himari nicht einfach mitten im Kampf Fähigkeiten wechseln. Yachiho tritt ihre Gegnerinnen gerne, wenn sie am Boden liegen, denn sie erinnert Himari an die Vergangenheit. Sie erinnert ihre Schwester daran, dass sie nie in der Lage war, die Erwartungen zu erfüllen, wenn es um wichtige Dinge geht. Diesmal ist es nicht anders, denn Himari hat keine Möglichkeit, Yachihos erstklassigen Fähigkeiten etwas entgegenzusetzen. Sie verlangt von Himari, dass sie aufgibt, und Himari fragt sich, ob die Dinge einfach so weiterlaufen wie bisher. Sie fragt sich, ob ihre ganze Mühe umsonst war, aber Yuki weist sie darauf hin, dass Yachiho nur versucht, in ihre Köpfe zu kommen. Er sagt Himari, sie solle sich Yachihos Gesicht ansehen und betont, wie erschöpft sie ist. Yachiho ist sichtlich aufgebracht und Yuki prophezeit ihr, dass sie nicht einmal mehr ihre Fähigkeit einsetzen kann. Yuki erklärt, dass er sich schämen würde, wenn seine Meisterin so etwas Dummes wie aufgeben tun würde, wo sie doch so kurz vor dem Sieg stehen. Himari sagt ihm, dass er selbst ziemlich erschöpft aussieht und dass er für einen Sklaven ein ziemlich freches Mundwerk hat. Ihr Selbstvertrauen ist wiederhergestellt und sie verspricht, Yuki zu bestrafen, wenn alles vorbei ist. Himaris Freunde feuern sie an, denn sie haben sich endlich wieder aufgerappelt und es ist klar, dass der Höhepunkt des Kampfes näher rückt. Yachiho bereitet ihre Waffe vor und sagt Himari, dass sie mit ihrem schändlichen Verhalten aufhören soll. Mit Himaris Verstand ist nicht mehr zu spaßen, denn sie kann die Dinge jetzt klar sehen. Sie weist darauf hin, dass es in ihrer Truppe keine Schande ist, stark zu bleiben und bis zum Ende zu kämpfen. Yachiho denkt darüber nach, dass sie dachte, Himaris Geist zu brechen, würde es einfacher machen, sie später zu trainieren, aber die Dinge sind nicht so gelaufen. Yuki und Himari bereiten sich auf eine Bewegung vor, die sie geübt haben, also nimmt Yachiho ihre Pose der goldenen Stunde ein. Yukis Körper strahlt ein gleißendes Licht aus, aber Yachiho ist schockiert, da sie ihre Pose bereits eingenommen hat. Sie spult die Zeit um 5 Sekunden zurück, um den Kampf zu beenden, aber sie ist noch verblüffter, als sie Yuki direkt vor sich sieht. Sie kann Himari nirgends sehen, aber die Zeit für ihre Fähigkeit läuft ab, also feuert sie mehrere Kugeln auf ihn ab. Alle sind fassungslos, als Yachiho Schaden nimmt und sie sehen, dass Himari am Boden liegt. Yachiho hat nicht damit gerechnet, dass Himari so verzweifelt um den Sieg kämpft, dass sie alles opfern würde und bricht zusammen. Alle sind völlig ratlos, aber Himari nimmt eine Siegerpose ein. Daraufhin wird sie offiziell zur Siegerin erklärt und alle feiern sie. Kiyoka erklärt, dass Himari den Blitz und den Rauch von Yukis Rückverwandlung benutzt hat, um Yachiho zu blenden. Sie ist erstaunt über ihre Stellvertreterin und lobt sie für ihre Strategie. Alle hören auf zu jubeln, als sie merken, dass Yuki in schlechter Verfassung ist, aber Kiyoka sagt ihnen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Yuki kommt nach dem Schuss wieder zu sich und erfährt, dass diese Art von Verletzungen normalerweise lebensbedrohlich sind. Da er sie aber innerhalb von Jinas Barriere erlitten hat, werden sie so gut wie neu heilen. Yuki ist fast sofort geheilt und ist erstaunt über Jinas Kraft. Himari stößt ihn von sich, jetzt, da es ihm gut geht. Aber er erinnert sie daran, dass er gerade erst wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Die beiden lächeln, als ihnen klar wird, dass sie diesen schwierigen Sieg gerade erst errungen haben. Himari erkennt an, dass er wirklich hart gearbeitet hat und sie hilft ihrem Jungen auf. Auch Yachiho kommt wieder zu sich und denkt darüber nach, wie Himari früher war. Sie erinnert sich daran, wie sich ihre Schwester kurz vor den Aufnahmeprüfungen eine fiese Erkältung einfing, weil sie sich bis auf den letzten Knochen abrackerte. Yachiho hielt Himari für eine Streberin und dachte, sie sei naiv.
Aber jetzt merkt sie, dass sie sich geirrt hatte. Yachiho stellt Himari zur Rede und unser Junge Yuki weiß nicht, was er tun soll. Yachiho gibt überraschenderweise zu, dass Himari stärker geworden ist und verspricht, sie besser zu behandeln. Sie möchte, dass Himari nach Hause zurückkehrt, aber Yachiho lehnt ab, da sie jetzt zur 7. Einheit gehört. Es gibt nichts, was man sagen könnte, um sie zurückzubringen und Yachiho ist niedergeschlagen. Danach erholen sich die beiden Kämpfer vom Kampf und Himari belohnt Yuki mit einem Kuss. An anderer Stelle bespricht Tenka den Kampf mit Yachiho. Tenka erklärt, dass dies Yukis erster Kampf gegen einen Menschen war und er deshalb wahrscheinlich unbewusst seine Angriffe zurückgehalten hat. In diesem Fall hätte Yukis erster direkter Treffer Yachiho normalerweise sofort getötet. Tenka erinnert Yachiho daran, dass sie ihre Gegnerin niemals unterschätzen sollte, da sie sie nach dem Einsatz der Primetime nicht fertig gemacht hat. Tenkas letzter Kommentar bezieht sich auf Yuki. Sie ist erstaunt darüber, wie er sich immer wieder selbst antreibt, nur um sich am Ende zu opfern. Draußen erfahren wir, dass Shushu als nächstes an der Reihe ist, aber Himari und Yuki sind noch nicht zurück. Shushu möchte Yuki ebenfalls mit ihren Fähigkeiten beeindrucken und geht deshalb zu ihnen. In der Unterkunft sagt Himari zu Yuki, dass er der Hauptgrund dafür ist, dass sie ihre Schwester besiegen konnte und gibt ihm einen weiteren Kuss. Himari entschuldigt sich dafür, dass sie so gemein zu ihm war und gibt zu, dass Jungs vielleicht gar nicht so schlecht sind. Sie weist darauf hin, dass die Küsse nur der Preis für die Nutzung der Fähigkeit sind und Shushu ist schockiert, als sie das zum ersten Mal hört. Draußen entschuldigt sich Yachiho dafür, dass sie ihr Spiel verloren hat. Ihr Versagen bedeutet, dass es jetzt an Sahara liegt, für sie zu gewinnen, aber Sahara könnte nicht gelassener sein. Sahara ist zuversichtlich, dass sie gewinnen wird, aber wir sehen, dass es auch einige ungebetene Gäste in der Nähe gibt. Runde 2 ist Shushu gegen Sahara und beide sind auf den Nahkampf spezialisiert. Shushu will Yuki mit ihren Fähigkeiten beeindrucken und hofft, dass er sie danach loben kann. Für die Niederlage muss Yachiho als Cheerleaderin herhalten und Sahara verspricht, ihre Freunde stolz zu machen. Die beiden Kämpferinnen beschließen, ihre Fähigkeiten nicht einzusetzen und so beginnt ihr Kampf mit einem ernsthaften Handgemenge. Shushu wirft Sahara sofort zu Boden, aber Sahara schafft es, sie mit einem Suplex zurückzuschlagen. Shushu fängt gerade erst an, aber Sahara ist schon erschöpft und erklärt, dass es an der Zeit ist, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen. Saharas Freunde fragen sich, wie viele sie von etwas einsetzen wird und sie sagen voraus, dass sie 3 einsetzen wird. Kyoka denkt darüber nach, dass ihre Fähigkeiten beide auf körperliche Angriffe ausgerichtet sind und Yachiho sagt voraus, dass Sahara den Kampf bald beenden wird. Shushu verwandelt sich wieder in eine Riesin und Sahara setzt ihre Fähigkeit verrücktes Schaf ein. Dann sagt sie das Wort 3, bevor sie einem Angriff ausweicht und erklärt, dass Papier den Stein schlägt, während sie Shushu quer über ihr riesiges Gesicht schlägt. Saharas Fähigkeit, verrücktes Schaf, ermöglicht es ihr, ihre Stärke für einen bestimmten Zeitraum zu erhöhen. Das Minimum ist 1 Minute, das Maximum 60 Minuten. Je kürzer die Zeit ist, die sie angibt, desto stärker wird sie. Ihre Fähigkeit hat jedoch eine obligatorische Abklingzeit von 3 Minuten. Die Power Blondie landet einige Angriffe und sie weist darauf hin, dass Shushus Größe sie zu einem leichten Ziel macht. Sahara landet einen vernichtenden Schlag und Shushu macht sich Sorgen, Yuki zu enttäuschen. Sahara will, dass sie aufgibt, aber Shushu erklärt, dass sie sich nur aufwärmt. Sahara bewundert diese Einstellung und Shushu kann nicht einmal erklären, warum sie so entschlossen ist. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Shushu nie an einer Romanze mit irgendeinem Kerl interessiert war. Sie hoffte immer auf etwas Interessanteres und beschloss, dass es ihr nie langweilig werden würde, wenn sie der Dämonenabwehrtruppe in Mato beitreten würde. Ihre Freunde sagten ihr, dass sie eines Tages den Wert einer Beziehung verstehen würde. Und jetzt will sie, dass Yuki ihr dabei zusieht, wie sie Sahara schweren Schaden zufügt. Sahara versucht, Shushu vorzuschlagen, sich zu verkleinern, um beweglicher zu sein. Aber das hört sich für die aufregende Shushu wie ein Schnulzenfest an. Shushu will entweder groß rauskommen oder nach Hause gehen. Also macht sie das Gegenteil von Saharas Vorschlag und wächst noch mehr. Niemand hat diese Wendung kommen sehen. Und Shushu knallt ihren gigantischen Körper auf Sahara. Sahara ist jedoch nicht zu unterschätzen, denn sie behauptet sich. Shushu packt sie und weist darauf hin, dass sie dieses Mal einfach zu groß war, um auszuweichen. Shushu schlägt sie rücksichtslos zu Boden und Nei feiert, dass sie das Match gewonnen hat. Gina fängt an zu zählen, aber alle sind schockiert, als sie sehen, dass Sahara nicht nur immer noch im Kampf ist, sondern auch wieder zu Kräften kommt. Yachiho erklärt, dass wenn Sahara das Bewusstsein verliert, während ihre Fähigkeit noch aktiv ist, ihre gesteigerten Killerinstinkte die Kontrolle über ihren Körper übernehmen. Sie wird Feinde und Verbündete gleichermaßen angreifen, aber das ist die Ursache für ihre immense Kraft. Sie ist in der Lage, jederzeit und überall zu schlafen und das ist ihre verborgene Kraft. Die bewusstlose Sahara vernichtet Shushu völlig und für sie beginnt nun ein Abwärtszählen. Leider kann sich Shushu nicht von dem mächtigen Angriff erholen und Sahara wird als Siegerin verkündet. Gina flickt sie wieder zusammen und Shushu entschuldigt sich für ihre Niederlage. Kyoka beruhigt sie, indem sie sagt, dass sie später daran arbeiten können, sich zu verbessern und Shushu geht, um sich umzuziehen. Als sie geht, fängt sie jedoch
an zu weinen, weil sie sich vor Yuki wie eine erbärmliche Verliererin verhalten hat. Yuki hat sie belauscht und versucht ihr einen Drink anzubieten, da er der Hausmeister des Wohnheims ist. Am liebsten würde Shushu ihre Erinnerungen an die bedauernswerte Niederlage löschen, aber leider hat er nicht die Macht dazu. Er gibt zu, dass es hart sein muss zu verlieren, aber er fand den Kampf nicht erbärmlich. Yuki wünscht sich sogar, er hätte mehr von ihren tollen Wrestling-Moves sehen können und das beruhigt Shushu sehr. Shushu lässt ihn seine Augen schließen und überrascht Yuki mit einem Kuss. Yuki hat keine Ahnung, warum sie das getan hat, also erklärt sie, dass sie dem Schock über die Niederlage einen noch größeren Schock folgen lassen wollte. Sie denkt jedoch darüber nach, dass sie ihm nicht sagen kann, was sie wirklich empfindet, bis sie ihn dazu bringt, sie mehr zu mögen. Draußen teilt Nei Kyoka mit, dass sie keine Anomalien in der Nähe wahrnimmt. Das ändert sich jedoch schnell, als sie überrascht ist, dass jemand sie direkt ansieht. Diese mysteriöse Frau kann mit Nei sprechen und sagt ihr, sie solle die anderen von ihr grüßen. Sie hat aber auch eine weniger freundliche Nachricht, nämlich, dass jetzt ein richtiger Kampf beginnen wird. Noch bevor Nei etwas erklären kann, taucht ein Haufen Shuki aus dem Boden auf. Gina versichert allen, dass ihre Barriere undurchdringlich ist, aber alle sind schockiert, als eine weitere mysteriöse Person auftaucht. Sein oder ihr Name, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ist Rayren und er ist eine Art Humanoid. Rayren entfesselt einen mächtigen Angriff und schockiert alle, als er beginnt, Ginas Barriere zu durchbrechen. Der Schaukampf wird sofort abgebrochen und Kyoka lässt Izumo die Nichtkämpfer zurück ins Wohnheim bringen. Rayren ist begierig darauf, sie alle zu eliminieren, also lässt Kyoka alle Kämpfer auf den Kampf vorbereiten. Sie weist alle an, alle Hollows aus Bleach zu vernichten und schickt zunächst einen der Großen zurück ins Jenseits. Shushu und Yuki kehren nach draußen zurück und Shushu stürzt sich sofort in den Kampf. Sie fühlt sich schon viel besser, aber Sahara muss einspringen, um sie zu beschützen und die beiden beschließen, zusammenzuarbeiten. Rayren bemerkt, dass sie nicht sein Ziel sind und Himari auch nicht. Er findet Himari jedoch ziemlich lästig, also setzt er einen starken Angriff auf sie ein. Yachiho schafft es gerade noch, sie zu retten und die beiden Schwestern erkennen, dass Rayren ein gefährlicher Gegner sein wird. Sie signalisieren sich gegenseitig, dass sie sich einen Plan überlegt haben und Himari rennt los. Rayren lobt Yachiho dafür, dass er Himari gerettet hat, aber Yachiho schwört ihm, dafür zu bezahlen, dass er versucht hat, ihre Schwester zu verletzen. Himari findet Kyoka und Yuki und bittet sie überraschend, Yuki mit ihr zu besteigen. Yuki hat sich noch nie von zwei Leuten besteigen lassen, aber sie beschließen es zu versuchen. Yuki küsst Himaris Hand und Kyoka prophezeit, dass Yuki mit zwei Meisterinnen eine noch mächtigere Form annehmen wird. Yuki explodiert daraufhin vor Kraft und beginnt eine ganz neue Verwandlung. Yuki ist jetzt ein ganz anderer Dämon und er kann spüren, wie die Kraft durch seinen Körper fließt. Es ist an der Zeit zu zeigen, was seine neue Form kann und Yuki ist sich sicher, dass er den Trick, den Ayoba bei ihnen angewendet hat, wiederholen kann. Yuki kanalisiert seine Energie und entfesselt eine wahnsinnig starke Explosion. Die Mädchen können nicht glauben, was die Kraft von zwei Meisterinnen bewirken kann, aber sie sind zuversichtlich, dass sie jetzt den gesamten Shuki-Schwarm besiegen können. Himari macht sich Sorgen um ihre Schwester, aber Kyoka sagt ihr zuversichtlich, dass es ihr gut gehen wird, weil sie Yachiho haben. In der Nähe informiert Rei Yachiho, dass es zwei weitere Humanoide gibt. Yachiho kehrt auf das Schlachtfeld zurück und weigert sich, sich von der 7. Einheit in den Schatten stellen zu lassen. Gina beschwert sich darüber, dass sie den Kampf nicht sehen kann, aber es ist nicht zu ändern, da das Wohnheim nun mal die stärkste Barriere hat. Das ist eine Qual für sie, aber Nei lässt sie eine Verbindung zu ihrem Geist herstellen, damit sie zusehen kann. Der Kampf zeigt, wie Kyoka einige Dämonen vernichtet und Gina feuert alle an. Shuki können mit normalen Waffen nicht besiegt werden. Die einzige Möglichkeit, sie zu bekämpfen, sind die Fähigkeiten, die Pfirsiche verleihen und die Verwendung von Waffen, die speziell dafür hergestellt wurden, um mit der Kraft der Pfirsiche durchdrungen zu werden. Die einzige Ausnahme hiervon ist Kyoka. Sie trainierte auf einem heiligen Berg, um ihren eigenen Kampfstil zu perfektionieren, der Kreaturen vernichtet. Durch ihr Training erlangte sie die nötigen Fähigkeiten, um Shuki zu besiegen, ohne sich auf ihre Pfirsichfähigkeit zu verlassen. Deshalb konnte sie Kommandeurin werden und ist jetzt in ihrer stärksten Phase. In der Nähe setzt Yachiho ihre Zeitmanipulationsfähigkeit ein, aber nur um Rayrens Angriffen auszuweichen. Yachiho ist fassungslos über die ungeheure Kraft, zu der dieser Humanoide fähig ist, und sie wird schließlich Opfer eines seiner Angriffe. Rayren weist darauf hin, dass Yachiho ihre Zeitmanipulationspose ohne ihren Arm nicht ausführen kann, aber er irrt sich, denn Yachiho kann in jeder Situation posieren. Yachiho spult die Zeit 5 Sekunden zurück, als sie noch beide Arme hatte, und weicht dem Angriff diesmal aus. Sie ist aber immer noch in ziemlich schlechter Verfassung und Rayren bereitet einen schrecklichen Angriff vor, um sie zu erledigen.
Die Situation spitzt sich zu, als Yachiho sich darauf vorbereitet, getötet zu werden, aber die ganze Spannung bricht ab, als Izumo aus dem Nichts auftaucht. Alle Beteiligten sind fassungslos, als sie aus dem Nichts auftaucht und sie sagt Yachiho, dass sie die Sache in die Hand nehmen wird. Reiren gefällt es nicht, wie lässig Izumo war und erinnert sie daran, dass seine ganze Armee ihr auf den Fersen ist. Izumo findet diese Aussage witzig, als sich der Staub lichtet und sie verrät, dass sie bereits alle Shuki ausgeschaltet hat, die versuchen könnten, sich in ihren Kampf einzumischen. Reiren ist fassungslos, als er sieht, dass er jetzt von seiner zerstörten Armee umgeben ist und Izumo weist darauf hin, dass irgendwo noch zwei Humanoide auf Offiziersebene sein müssten. Sie beschließt jedoch, das für später zu verschieben, da sie sich jetzt erst einmal um Reirei kümmern will. Reiren erkennt Izumos Macht an, ist aber dennoch zuversichtlich und freut sich auf einen spannenden Kampf. Der Kampf tobt weiter, aber es scheint eine endlose Anzahl von Shuki zu geben. Kyoka zeigt jedoch ihre Stärke als Kommandantin und übernimmt die Führung. Shushu und Sahara werden ebenfalls mit einigen Shuki fertig und Yachiho sieht zu, wie sich Izumo auf den Kampf gegen Reiren vorbereitet. Reiren ist enttäuscht, dass er nur auf zwei Gegnerinnen getroffen ist, was deutlich macht, dass er es nur auf die Kommandantinnen abgesehen hat. Reiren erklärt, dass er den Kampf im Handumdrehen beenden wird und entfesselt einen mächtigen Blitzangriff. Der riesige Strahl richtet enormen Schaden an und er ist wieder einmal enttäuscht, wie leicht es war, einen ihrer Anführer zu besiegen. Natürlich ist er schockiert, als Izumo hinter ihm auftaucht und ihm einen Tritt gegen den Kopf verpasst. Dieser Kerl schafft es tatsächlich, dem Angriff auszuweichen und er stellt fest, dass ihre Bemühungen nutzlos sind. Selbst wenn es ihr gelänge, einen Angriff zu landen, wäre seine Haut hart wie Stahl und er würde nichts davon spüren. Er erklärt, dass er unbesiegbar ist, aber Izumo weicht seinen Angriffen durch eine Art Portal aus. Dann benutzt sie eines dieser Portale, um anzugreifen und Reiren ist fassungslos, als er sieht, dass sie es irgendwie geschafft hat, seinen Arm zu beschädigen. Gina bewundert die Fähigkeiten ihrer Anführerinnen und weist darauf hin, dass beide Kommandantinnen einen Plan ausarbeiten konnten, um eine Invasionsarmee auf der Stelle zu vernichten. Reiren hat genug von diesem langweiligen Kampf und beginnt seine Kräfte zu verstärken, denn er hat beschlossen, endlich ernst zu machen. Er schickt seine Kraft in den Himmel und benutzt einen Angriff, von dem er sicher ist, dass sie ihm nicht ausweichen kann. Yuki befürchtet, dass sie ausgeschaltet wurde, aber Kyoka weiß es besser und sagt ihm, er solle nur zusehen. Reiren verkündet triumphierend seinen Sieg, aber das ist zu kurz gedacht, denn Izumo ist überraschenderweise noch am Leben. Sie benutzt ein Portal, um einen Schlag zu landen und Reiren ist völlig verwirrt, als sie auch ihn mit einer einzigen Berührung zu teleportieren scheint. Reiren fällt nun hoffnungslos durch die Luft und Gina feiert die gottgleiche Fähigkeit ihrer Anführerin. Izumo ist in der Lage, den Raum um sich herum zu manipulieren und das nennt man ein Man-O-Mitori. Izumo nutzt ihre Fähigkeit, um ein weiteres Portal zu öffnen und lässt Reiren verschwinden. Izumo erklärt, dass seine undurchdringliche Verteidigung nichts ausmacht, wenn sie das Gewebe des Raums zerreißen kann. Yuki staunt darüber, wie die beiden Anführerinnen eine ganze Armee ausgelöscht haben und Himari erklärt, dass alle Anführerinnen so sind. Sie sind auf einer ganz anderen Ebene. Hinzu kommt, dass Kyoka die Befehlsgewalt über alle Befehlshaberinnen haben will, sodass ihr Ziel unmöglich erscheint. Yukis Zweifel werden jedoch zerstreut, als Kyoka selbstbewusst erklärt, dass sie auf jeden Fall Oberkommandeurin werden wird. Kyoka weist die anderen Mädchen an, sich um die verbleibenden Shuki zu kümmern und Yuki wird klar, dass er nicht einfach herumstehen und Kyokas Stärke bewundern kann. Er erinnert sich daran, dass er nach Mato gekommen ist, um ein Held zu sein und erklärt, dass er sich ihnen anschließen wird. Danach bespricht die Gruppe, wie sie die Schlacht gewinnen konnte. Das Problem ist, dass laut Nays Bericht weitere feindliche Generäle irgendwo in der Nähe waren. Unsere Gruppe hat fleißig nach ihnen gesucht, aber sie konnten keine einzige Spur von diesen anderen Generälen finden. Nay entschuldigt sich dafür, dass sie sie zu spät entdeckt hat, aber sie haben einfach angenommen, dass diese Generäle eine Art Tarnfähigkeit haben. Sie sagen Nay, sie solle sich keine Gedanken darüber machen, denn ihre Warnung haben sie davor bewahrt, von ihren Angreifern überrumpelt zu werden. Izumo nennt Yuki einen kleinen Sklaven und sagt ihm, dass er ihr auf dem Schlachtfeld die Show gestohlen hat. Auch Gina hat dafür sich gewonnen, denn sie weiß jetzt, dass auch Jungs manchmal talentiert sein können. Sie ist jetzt sein größter Fan und will sogar ein Autogramm. Himari geht auf ihre Schwester zu und bedankt sich bei ihr, dass sie sie gerettet hat. Yachiho bleibt cool und erklärt einfach, dass es Schande über ihre Familie bringen würde, wenn der Feind Himari besiegt. Yachiho spielt weiter Theater und erklärt, dass dies ihr einziger Grund war, sie zu retten. Sie bietet Himari an, sie auszubilden, wenn sie mit ihr zurück nach Hause kommt, aber Himari erinnert sie daran, dass sie der 7. Einheit angehört. Die beiden Kommandeure beschließen, den Kampf als unentschieden zu werden, aber sie sind enttäuscht, da sie sich auf ihren Einzelkampf gefreut haben. Die beiden Geschwader trennen sich, aber Izumo geht mit einem geheimnisvollen Lächeln. Es ist Zeit, sich zu entspannen, aber Yuki hat eine Menge Shuki eliminiert, also wird er für seine Bemühungen belohnt.
Später in der Nacht fertigt Ney eine Zeichnung an, wie die versteckten feindlichen Generäle aussahen. Die Zeichnung ist ziemlich beeindruckend und sie hilft ihnen zu erkennen, dass diese Generäle nicht die Humanoiden sind, denen sie beim letzten Mal begegnet sind. Yuki denkt an die Gegnerin, über die sie sprechen, und er kann nicht umhin daran zu denken, dass sie wie seine Schwester aussieht. Er fragt sich, ob sie zu einer anderen Gruppe gehört oder ob es einen anderen Grund gibt, warum sie nicht bei diesen Feinden war. Unser Junge bekommt endlich den dringend benötigten Schlaf, aber wir sehen, dass Izumo ihre Portale auch für andere Dinge als zum Kämpfen benutzt, denn sie scheint Yuki zu beobachten. Am nächsten Tag gehen Yuki, Kyoka und Himari zum Wohnheim der 6. Einheit. Izumo begrüßt sie, denn die beiden Kommandeure haben wichtige Dinge zu besprechen. Kyoka rät Himari, sich mit den Mitgliedern der anderen Staffel vertraut zu machen, und Izumo ermutigt sie, sich wirklich umzusehen. Unser Junge Yuki ist sich seiner Rolle als Hausmeister der Staffel sicher und weiß, dass es seine Aufgabe ist, zu helfen, wo er nur kann. Das kommt ihm sehr gelegen, denn einige von Izumos Truppen sind gerade unterwegs, darunter auch ihr eigener Hausmeister. Yuki erklärt, dass er ihnen den Rücken frei hält und schwört, sein Bestes zu geben. Unser Junge Yuki scheint begeistert zu sein, weil er das tun kann, was ihm Spaß macht, und er fängt mit dem Putzen an. Leider gibt es nicht so viel zu tun, denn das gesamte Wohnheim ist schon ziemlich sauber. Yuki ist enttäuscht, nachdem er sich so aufgeregt hat, aber er findet zum Glück einen Fleck. Er analysiert ihn gründlich und stellt fest, dass er den perfekten Reiniger hat, um den Job zu erledigen. Als nächstes steht die Wäsche an, aber er muss sich beruhigen, denn er hat sich immer noch nicht daran gewöhnt, sie zu waschen. Zu Hause wundert sich Shushu, was Yuki macht, aber sie erinnert sich daran, dass sie mit dem Erzählen ihrer Gefühle warten würde, bis Yuki sie mehr mag. Sie beschließt, die Zeit zu nutzen, um sich selbst zu verbessern, und beschließt, das zu tun, indem sie aufräumt. Zurück im anderen Wohnheim bereitet Yuki sich darauf vor, Yachiho ihre saubere Uniform zu übergeben, aber er hat Angst davor, was sie sagen könnte, wenn sie ihn sieht. Er ist erleichtert, dass sie nicht da zu sein scheint, und beschließt, die Uniform einfach in ihrem Zimmer zu lassen. Das ist allerdings eine bedauerliche Entscheidung, denn als er die Tür öffnet, findet er überall Bilder von Himari. Yachihos wahre Liebe zu ihrer Schwester ist offensichtlich, aber das ist ein bisschen zu viel. Also macht sich unser Junge Yuki so schnell wie möglich vom Acker. Yuki findet Sahara schlafend vor, landet aber irgendwie in einer sehr seltsamen Situation. Sahara entschuldigt sich danach und sie finden eine sehr ruhige Himari. Sie fragen sich, was mit ihr los ist, und sie erklärt, dass sie nur darauf wartet, mit ihrer Schwester zu sprechen. Yachiho ist gerade damit beschäftigt, schwere Gewichte zu stemmen, und Himari fragt sich, ob sie das immer macht. Ja, das tut sie, und Sahara verrät, dass Yachiho schon so trainiert hat, bevor an den Schaukampf überhaupt gedacht wurde. Himari ist erstaunt, dass ihre Schwester sich noch mehr anstrengt als früher, und Sahara fragt sich, ob Himari zu ihrer großen Schwester aufschaut. Himari weist darauf hin, dass ihre Persönlichkeit beschissen ist, räumt aber ein, dass Izumo in der Schule und im Sport sehr gut ist. Himari hat immer gedacht, dass sie von ihrer großen Schwester etwas lernen könnte. Sahara erklärt, dass sie sehr an die Theorie glaubt, dass die Fähigkeiten eines Menschen von seinem Wissen und seiner Natur abhängen. In Himaris Fall ist es vielleicht ihr Wunsch, von Izumo zu lernen, der ihr die Fähigkeit verleiht, die Kräfte anderer Menschen zu lernen und zu nutzen. Was Yachiho betrifft, könnte ihre Fähigkeit, die Zeit zu kontrollieren, von ihrem Wunsch herrühren, Zeit mit ihrer kleinen Schwester zu verbringen. Und das ergibt viel mehr Sinn, als Himari zugeben will, und Sahara ermutigt Himari, öfter mit ihrer Schwester zu sprechen. Yuki stimmt zu und Himari geht zu ihr. Yachiho spielt weiterhin die harte Tour, aber es ist klar, dass sie sich besser verstehen als früher. Sahara denkt, dass es der schnellste Weg wäre, Himari Yachihos Zimmer zu zeigen, um die Beziehung zu reparieren, aber Yuki meint, dass es das Beste wäre, das Zimmer geheim zu halten. In der Nähe erklärt Kyoka, dass sie proaktiv nach den Humanoiden suchen sollten. Sie haben sich in letzter Zeit nicht bewegt, also denkt Kyoka, dass die Untersuchung in der Nähe des Kraters beginnen sollte, wo sie zum ersten Mal aufgetaucht sind. Kyoka weist darauf hin, dass Izumo einen der 4 bestätigten Humanoiden eliminiert hat, aber Izumo ist sich da nicht so sicher. An anderer Stelle erfahren wir, dass Reiren tatsächlich noch lebt. Er hat sich vollständig erholt und seine humanoiden Freunde weisen darauf hin, wie nahe er dem Tod war. Dann sehen wir, was geschah, kurz bevor Reiren in das Portal gesaugt wurde, als eine kleine Loli ihn rettete. Der wahrhafte Reiren ist sich sicher, dass er danach hätte weiterkämpfen können, aber das Loli weist ihn darauf hin, dass der Kampf verloren war, als er ihnen erlaubte, seine Armee zu zerstören. Die Loli heißt Shukoku und sie gibt einen kleinen Rückblick auf die Ereignisse. Zuerst kämpfte sie gegen die 3. Einheit, um die Fähigkeiten ihrer Feinde einzuschätzen. Es war ein Kinderspiel für sie, aber die Anführerin der 3. Einheit war nicht bei ihnen. Deshalb war das Ziel ihres letzten Angriffs, die Macht einer Kommandeurin zu erfahren. Diese Kommandeure übertrafen ihre Erwartungen bei weitem. Reiren wollte einen Großangriff auf die Dämonenverteidigungsstreitkräfte starten, aber die Kommandeure haben bewiesen, dass sie das nicht schaffen können. Reiren glaubt immer noch, dass sie gewinnen können, aber der andere Humanoide stimmt der Loli zu. Nachdem das geklärt ist, ist es Zeit, Shukokos Plan umzusetzen. Ihr Plan ist es, einfach anzugreifen, wenn sie alle 8 ihrer Leute versammelt haben.
und bis dahin im Schatten zu operieren. Rayren hasst es, Mensch genannt zu werden, aber Shukoko kann nicht anders, als sich für sie zu interessieren. Die Menschen sind unglaublich unterhaltsam für sie und viel komplexer, als sie es sich je hätte vorstellen können. Kyokas Treffen mit Izumo geht zu Ende, aber Izumo hat noch eine Sache auf dem Herzen. Es geht um das Personal und Izumo schockiert Kyoka, als sie den kleinen Sklaven haben will. Kyoka ist natürlich fassungslos, als sie hört, dass Izumo Yuki haben will und sie erklärt, dass das daran liegt, dass ihr Privatleben ein bisschen langweilig ist. Deshalb möchte sie ein Haustier, das ihr hilft, sich nach einem harten Arbeitstag zu entspannen. Kyoka will das natürlich nicht, aber Izumo versucht ihr ein Angebot zu machen, das sie nicht ablehnen kann. Wenn sie den kleinen Sklaven abgibt, wird Izumo sie bei der nächsten Wahl zur obersten Befehlshaberin unterstützen. Das ist eine wirklich große Sache, aber Kyoka lehnt trotzdem ab. Sie erklärt, dass sie aus eigener Kraft Oberbefehlshaberin werden will, nicht indem sie einen ihr Untergebenen ausnutzt. Ihr Treffen ist beendet, aber Izumo möchte wissen, ob sie in ihrer Freizeit wenigstens mit Yuki ausgehen kann. Danach erzählt Kyoka Yuki alles. Er ist damit beschäftigt, die 7. Staffel zu betreuen, aber Kyoka räumt ein, dass sie nicht kontrollieren kann, was er in seiner Freizeit macht. Yuki denkt über all seine Aufgaben nach und merkt erst jetzt, dass er eigentlich nicht viel Freizeit hat. In dieser Nacht geht Yuki zur Ruhe und denkt darüber nach, dass er ein Held werden soll und kein Haustier. In diesem Moment kommt Izumo zu ihm und sagt ihm, er solle still sein. Sie gibt zu, dass sie in ihn verknallt ist und Yuki gerne als ihren Freund haben möchte. Yuki ist fassungslos, da er dachte, sie wolle ihn nur als Haustier, aber sie will tatsächlich eine echte Beziehung mit ihm. Izumo wurde durch seine Tapferkeit und seine hauswirtschaftlichen Fähigkeiten für sich gewonnen. Sie zeigt, was sie mit ihren Fähigkeiten tun kann, aber Yuki sagt ihr, dass er Zeit braucht, um zu entscheiden, ob er eine Beziehung will oder nicht. In diesem Moment stürmt Shushu herein, um mit Yuki Videospiele zu spielen, aber sie ist verblüfft von dem, was sie sieht. Die Mädchen treffen sich alle und schimpfen mit Izumo, weil sie sich in den Schlafsaal geschlichen hat. Kyoka hat zugestimmt, sich nicht in ihr Leben einzumischen, aber dass Izumo ihre Macht missbraucht, um sich auf Yuki zu stürzen, ist nicht in Ordnung. Ihr Treffen ist vorbei, also verabschiedet sich Izumo von Yuki und geht nach Hause. Yuki ist erschöpft und soll sich ausruhen, da sie am nächsten Tag früh morgens trainieren werden. Am nächsten Morgen verrät Kyoka, dass sie sicher wieder gegen die Humanoiden kämpfen müssen. Um sich darauf vorzubereiten, würde sie gerne üben, wie sie ihre Sklavenfähigkeit einsetzen kann. Das würde es den anderen ermöglichen, Yuki in Sklavenform zu reiten. Es ist ziemlich klar geworden, dass sich Yukis Eigenschaften ändern, je nachdem, wer ihn reitet. Je mehr Verwandlungen er erreichen kann, desto mehr Waffen stehen ihnen zur Verfügung. Nei ist als erstes dran, also steigt sie auf seinen Rücken und ergreift seine Ketten. Sie zieht kräftig an den Ketten und Yuki beginnt sich zu verwandeln. Er nimmt eine völlig neue Form an, aber er kann sie im Moment nicht wirklich beschreiben. Yuki vergewissert sich, dass es in Ordnung ist, wenn er es testet, also bereitet sich Nei vor, indem sie sich festhält. Yuki macht etwas Schattenboxen und merkt sofort, dass er sich nicht so stark fühlt wie die anderen Verwandlungen. Er bewegt sich auch nicht so schnell wie bei einer Wirbelwindverwandlung, aber seine Sinne sind schärfer als je zuvor. Auch seine Sehkraft und sein Gehör sind verbessert. Er versucht, seine Energie in seine Augen zu leiten und stellt schockiert fest, dass er einen Röntgenblick hat. Er entschuldigt sich dafür, dass er Dinge sieht, die er nicht sehen sollte, sodass alle merken, was los ist. Kyoka ist erstaunt über seine Kraft und erkennt, dass diese Fähigkeit genutzt werden kann, um versteckte Shuki aufzuspüren. Aber das hat einen hohen Preis. Anders als Himari, die ihre Lernfähigkeit nutzt, um sich Yuki auszuleihen, kostet es viel Kraft, ihn direkt auszuleihen. Er verwandelt sich wieder in einen normalen Menschen und Nei bedankt sich und gibt ihm zur Belohnung einen Kuss auf die Wange. Nei entschuldigt sich dafür, dass sie so dreist war, aber das hilft Kyoka etwas zu erkennen. Derjenige, der Yuki seine Belohnung geben muss, ist der Nutzer und nicht der Verleiher. Kyoka entschuldigt sich bei Nei, da sie annahm, dass sie für die Belohnung verantwortlich wäre, wenn sie ihre Fähigkeit verleiht. Shushu hat eine Idee und erklärt eifrig, dass sie an der Reihe ist, Yuki zu verwandeln. Kyoka möchte, dass Shushu sich ihrer Entscheidung sicher ist, da sie die Fähigkeit vielleicht eines Tages im Kampf einsetzen muss. Wenn die Kämpfe jemals intensiv werden könnten, könnte ihre Belohnung am Ende noch extremer ausfallen als die von Nei. Shushu gefällt diese Idee eigentlich, aber sie verbirgt es, indem sie erklärt, dass der Sieg über Shuki ihre oberste Priorität ist. Shushu hüpft auf seinen Rücken und nimmt seine Ketten in die Hand. Yuki verwandelt sich erneut und merkt sofort, dass diese Verwandlung viel stärker ist als die anderen. Allerdings ist er auch viel massiger und viel träger. Kyoka stimmt ihm zu, dass er definitiv stärker ist, aber sie glaubt nicht, dass es sich lohnt, ihre Fähigkeit für eine so einfache Verbesserung einzusetzen. Shushu will nicht, dass sie voreilige Schlüsse zieht und weist darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Yuki mit ihr wächst, wenn sie in den Riesenmodus wechselt. Shushu probiert es aus, aber es endet
endet damit, dass sie den normal großen Yuki zerquetscht, weil er nicht mitwachsen kann. Sie ist noch enttäuschter, als ihre Belohnung nur darin besteht, dass sie ihn bandagieren muss. Diese Verwandlung war ziemlich enttäuschend, also beschließt Kyoka, dass sie in nächster Zeit nicht im Kampf einsetzen werden. Yuki ist besorgt darüber, dass Kyoka zu viel Kraft benutzt hat, aber sie sagt, dass sie sich einfach daran gewöhnen muss. Yukis Verwandlung mit Nei als seiner Meisterin scheint nützlich zu sein, also werden sie sich darauf konzentrieren, sie weiterzuentwickeln. Nei macht sich auf den Weg, um sich für die Schule fertig zu machen, und Yuki fragt sich, warum sie der Dämonenabwehrtruppe beigetreten ist. Nei ist bereit für die Schule, also bietet Yuki ihr an, sie dorthin zu begleiten. Kyoka erlaubt es, da sie seine Vorgesetzte ist, und sie möchte, dass er sie besser kennenlernt. Die beiden gehen durch ein Portal und Nei ist überrascht zu hören, dass Yuki wissen will, warum sie beigetreten ist. Zur Schule zu gehen und gleichzeitig in der Dämonenabwehrtruppe zu sein, ist eine große Verantwortung, aber Nei findet, dass es das wert ist. Sie erklärt, dass sie so die besten Chancen hat, ihre Eltern zu finden. Nei erklärt, dass ihre Eltern eines Tages einfach verschwunden sind und alles deutet darauf hin, dass es sich um ein Mato-Ereignis handelt. Es gibt Gerüchte über Leute, die Anrufe erhalten haben oder Menschen gesehen haben, die während eines Missgeschicks verschwunden sind. Yuki hat von diesen Gerüchten gehört und versteht nun, dass sie der Dämonenabwehrtruppe beigetreten ist, um ihre Eltern zu finden. Nei glaubt, dass sich ihre Gefühle als ihre Fähigkeit manifestiert haben, nachdem sie einen Pfirsich gegessen hatte, da dieser ihr helfen kann, Dinge zu finden. Yuki versichert ihr, dass ihre Eltern irgendwo am Leben sind, genau wie seine Schwester. Zurück in Mato gibt Izumo eine Nachricht weiter, die sie von der obersten Befehlshaberin erhalten hat. Wenn sie die humanoiden Shuki finden, sollen sie sich nicht mit ihnen anlegen, bis die Oberbefehlshaberin den Befehl dazu gibt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sie mit ihnen sprechen und vielleicht einschätzen will, wie intelligent sie sind. Wenn es gut läuft, können sie vielleicht das Shuki-Problem lösen und Pannen bei den Mato-Gates verhindern. Kyoka ist gegen diese Idee und weist darauf hin, dass diese Humanoiden zuerst angreifen und erst danach Fragen stellen. Sie bezweifelt, dass die Humanoiden nur mit ihnen reden wollen und hält die Kommandantin für naiv. Izumo räumt ein, dass es wahrscheinlich sowieso zu einem Kampf kommen würde und sie verspricht, dass ihr Geschwader auf jeden Fall mit dem von Kyoka zusammenarbeiten wird. Yuki kehrt nach Hause zurück und ist schockiert, als er sieht, dass Izumo dort ist. Izumo neckt ihn ein wenig, weil er nervös ist, aber in diesem Moment geht der Alarm los. Himari und Shushu sind auf Patrouille und melden das Auftauchen zahlreicher Gates. Kyoka sagt Yuki, dass sie den Mädchen helfen müssen und Izumo bietet ihnen an, sie zu begleiten. Izumos Fähigkeit teleportiert sie sofort, aber Kyoka sagt ihr, sie solle zurücktreten, da dies in ihre Zuständigkeit falle. Sie lässt Yuki sich verwandeln, aber er merkt, dass sie schlechte Laune hat. Kyoka nimmt zurück, was sie gesagt hat, dass sie sich nicht in sein Privatleben einmischt und verbietet ihm, die Kommandantin eines anderen Trupps zu schmeicheln. Yuki ist schockiert und erklärt, dass er nur ihr Sklave ist. Die beiden stürzen sich in den Kampf und Kyoka beginnt mit einer Technik, die sie noch nie zuvor angewendet hat. Shushu schaut erstaunt zu, aber Himari wird angegriffen. Shushu schafft es gerade noch, ihr zu helfen, aber sie sehen, dass eine neue Art von Shuki aufgetaucht ist. Yuki greift es an, aber das Ding heilt sofort, also müssen sie etwas Stärkeres versuchen. Sie verwenden eine Attacke namens Mächtiges Klingenkreuz und es gelingt ihnen, dieses neue Shuki in zwei Hälften zu zerschneiden. In der Nähe sehen wir, dass Shikoku sie beobachtet und enttäuscht ist, dass ihr kleines Experiment fehlgeschlagen ist. Sie spielt nur mit ihnen und weist darauf hin, dass die Menschen anscheinend auch gerne Dinge kombinieren und modifizieren. Ihre humanoide Freundin kann nicht verstehen, was in ihrem Kopf vorgeht, aber Shikoku fragt sich, was sie als nächstes versuchen soll. Der Kampf ist vorbei und Yuki lobt Kyoka dafür, dass sie ihn so aufgemuntert hat. Izumo kehrt nach Hause zurück und erklärt, dass ihr Leben nicht mehr langweilig sein wird, jetzt wo Yuki dazu gehört. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns mit einem Daumen nach oben und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal für täglich neue Anime-Zusammenfassungen. Wir bedanken uns fürs Einschalten und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!